hallelujah, since I laid my burden down. Wenn ein Mädchen kommt und sagt, mir ist gerade die Jungfrau Maria erschienen, wenn hier jemand auftauchen würde heute, würden wir auch sagen, geht's dir nicht gut? Hast du was geraucht oder so? Ich habe ein völlig verkorkstes Bild von den Katholiken gehabt. Ich habe einfach gedacht, das ist irgendwo so eine Art Okkult. Urgroßvater bei der Armee, mein Vater bei der Armee, mein Opa bei der Armee. Also eigentlich gab es nichts anderes für mich. Das ganze religiöse Dasein, es hat mich beeindruckt. Ich war auch vorher schon Christin, gläubige Christin, eben einer anderen Konversion. Und ich habe mich einfach zu etwas anderem hingezogen gefühlt, zugehörig gefühlt. Und das vollziehe ich jetzt gänzlich mit dem Schritt der Firmung. Der Friede sei mit dir. Haben viele Leute zu mir gesagt, ja, nee, dann, das kann dir nicht schaden, dann fährst du halt mal durch die Grotte durch. Und wenn bei dir auch ein Wunder passiert, dann ist schön, und wenn nicht, dann eben nicht. Irgendwann ist man so gestresst, dass man einfach die Schnauze voll hat. Und dann sagt man einfach nur, lieber Gott, macht halt ein Wunder passiert, dass das alles ein Ende hat, und dann passiert trotzdem nichts. Dieser Ort ist für viele Menschen, ob sie religiös sind oder nicht religiös, ein Ort der Hoffnung. Und gerade in Zeiten, wo es den Menschen schlecht geht, da haben sie das Gefühl, sie brauchen so einen Anker für einen Lebenshalt. Herzlich willkommen zur nächsten Sendung der modernen Kriege. Oder gehören Kreuzzüge wirklich der Vergangenheit an? Ach, das ist eine gute Frage, nicht wahr? Und ihr erwartet jetzt natürlich, dass es weitergeht mit 63M, wie M, der große Erfinder bei James Bond, weil wir irgendwelche Dinge erfinden und euch dann erzählen. Nein, 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 wir erfinden gar nichts, aber 63M ist ausgestellt. Ich habe gerade mit Gerald darüber gesprochen, dass es wohl besser ist, die Zählung 63 mit den Buchstaben dabei dann zu reservieren, für wenn es wirklich um die Stundisten geht. Und bei uns hat sich ja der Kra da irgendwie eingeschlichen, diese Krähe. Und heute geht es da wohl auch teilweise noch ein wenig drum. Und Gerald hat sogar sein ganzes Skript umwerfen müssen, weil er da wieder auf neue interessante Dinge gestoßen ist. Und ich bin immer sehr dankbar dafür, wenn etwas nicht nach vorherigen Plan läuft, weil das heißt, dass jemand anders einen besseren Plan hat. Und dieser jemand anders, dem folge ich gerne. Der leitet einen auch in alle Wahrheit in der Bibel. Das ist nämlich der Geist, der uns leitet. Der hat nämlich bestimmte Dinge mit uns vor, die wir manchmal vorher gar nicht wissen können, wissen wollen, wissen dürfen. Und das ist einfach nur ein Zeichen dafür, dass der Heilige Geist über diese Sendung wacht und diese Sendung hilft, mitzusteuern. Und ich glaube, das ist auch jedem aufgefallen, der bis jetzt diese Sendung verfolgt hat, dass, obwohl ich das Skript nicht kenne, da viele Dinge sind, die auf einmal sehr verständnisvoll erklärt werden können. Und vor allen Dingen auch Marius, der zum Ende eines jeden Videos mit, ohne vorher das Skript eben auch zu kennen, passenden Bibeltexten das alles wieder abschließt. Wir dürfen halt nie vergessen, die Bibel als unseren Maßstab zu nehmen. Die Bibel ist unser Maßstab für unseren Glauben. Die Bibel ist der Maßstab für unsere Moral, für unser Leben. Und deswegen sollten wir uns auch täglich in dieser Bibel stärken. Ja, man stärkt sich mit dem Wort Gottes. Mit Brot stärkt man sich ja auch. Und jedes Wort aus dem Mund Gottes ist wie Brot für die Seele. Und deswegen hat Gerald jetzt auch wieder, wie gesagt, ein neues Skript vorgestellt. Ich habe 4 PDFs bekommen. Ob wir sie alle anschauen werden, das weiß ich nicht. Das werden wir sehen. Gerald wird euch das ein kleines bisschen auslegen. Überall steht jetzt natürlich 63M, weil ich gerade erst damit gekommen bin von, lass uns das doch verändern, dass die Zuschauer wissen, das ist eine normale, zwischen Anführungszeichen, moderne Kriegefolge. Aber sobald wir wieder in den Stundismus reingehen, was wir sicherlich tun werden, ganz sicherlich tun werden, ich lese im Augenblick immer noch dieses Buch Kreml und Vatikan von dem
Jetzt weiß ich gar nicht, wie der Autor heißt, ist auch nicht wichtig. Aber was ihr hier auch auf Archive lesen könnt, und da geht es ja um diesen Demetrius-Fall, diesen falschen Zaren, den die Jesuiten damals in Russland einbürgern wollten, um Russland eben wieder zurück zur römisch-katholischen Kirche zu bringen. Und deswegen werden wir uns mit dem Thema ganz sicher noch weiter beschäftigen. Das ist felsenfest versprochen von allen von uns. Aber jetzt, glaube ich, ist diese Folge heute ein wenig der Aktualität geschuldet. Und deswegen seid ihr endlich von mir los. Und ich begrüße ganz herzlich Gerald und Marius zur Sendung. Ja, schönen guten Abend an euch und an die Zuhörer. Ja, guten Abend. Und wir erfinden nicht, wir finden, wir bringen es ans Licht. Oh ja, Marius, das ist wohl wahr, ja. Ja, genauso wie das Wort Zufall, ne? Zufall gibt es nicht. Wir sollten uns angewöhnen, das Gottes Fügung zu nennen. Er fügt das nämlich in unser Leben ein, zu dem Augenblick, weil es ihm gefällt, dass es uns zur weiteren Erkenntnis hilft. Das ist zwischen Anführungszeichen Zufall, Gottes Fügung. Bitteschön. Ja, vielen Dank. Also dieser Zufall, also diese Fügung, die hat sich eben genau wieder eingeschlichen, und zwar kurz bevor ich das Skript abschließen wollte. Der Plan war eigentlich, Kra mit dem Podedonoszew einfach mal gegenüberzustellen und mal zu gucken, wie weit geistig diese beiden Herren miteinander verwandt sind. Und das ist ein super interessantes Ergebnis, kann ich euch jetzt schon sagen. Aber dann kam eben diese Fügung dazwischen im Sinne eines Zufallsfundes, in Anführungszeichen. Genau genommen war es eigentlich bloß ein Bild, was ich gefunden habe im Internet. Und dieses Bild hat die gesamte Sendung auf den Kopf gestellt. So einfach ist es zu erklären. Und ich sage euch eins, die Geschichte wiederholt sich ja immer und immer wieder. Das haben wir schon oft festgestellt. Und auch werden eben für diese Dinge, diese weltlichen Dinge, eben bestimmte Gefäße gebraucht, ne? So wie wir eben bestimmte Gefäße für den Heiligen Geist sind, so gibt es eben auch bestimmte Gefäße, die eben für diesen anderen Geist empfänglich sind und eben mit diesem Geist gefüllt werden. Und wir hatten uns in der letzten Lesung mit dem Herrn Kra befasst, wo wir garantiert noch nicht zu Ende sein werden. Denn umso mehr ich mich mit dieser Person auseinandersetze, die ich ja, das habe ich euch ja schon erzählt, flüchtig aus meinem früheren Leben kannte, umso mehr ich mich mit diesem Menschen beschäftigt habe, und das war so ein bisschen auch mein Hobby in der letzten Woche oder in dieser Woche, muss ich sagen, dass dieser Mensch weder ein normaler Politiker ist, noch ein normaler Katholik ist, noch ein normaler Familienvater ist, noch überhaupt irgendwas normal zu sein scheint an dieser Person. Ja? Denn dieser Herr Kra widerspricht sich fast überall. Ich wollte euch eigentlich diesen Fall Maximilian Kra aufarbeiten, was an sich schon eine ziemliche, ja, Sisyphusarbeit ist, weil dieser Herr Kra so windig ist und so schlau und so solche Kontakte und solche Dinge ausgegraben und ermöglicht hat, dass das, also schon alleine das, eine ganze Sendung beansprucht, um das auch vernünftig darlegen zu können. Aber Jörg hat ja gesagt, wir wollen uns ja hier auch ein bisschen um die geistigen Dinge kümmern und nicht über halblegale oder illegale Geschäftsgebaren von einzelnen Politikern, ne? So, und deswegen habe ich dann einfach gesagt, okay, wir machen jetzt hier erstmal einen Cut und setzen erstmal diese ganze Geschichte, die hier sich natürlich auch aufbaut und die auch wichtig ist, die man wissen sollte, ja, um einfach auch ein bisschen in die Zukunft gucken zu können. Denn ich gebe jetzt noch keine Prognose ab. Ich werde am Ende eine Prognose abgeben zu dieser Person und zu dem, was dann in unserer näheren Zukunft passieren wird. Aber im Moment mache ich das noch nicht, weil, wie gesagt, es ein Bild war, was mir hier dazwischen gekommen ist. So, und jetzt gehen wir mal in die Lesung rein. So, Jörg, jetzt bist du mal bitte so lieb und öffnest mal das Skript Lesung 63M, das wir ja quasi jetzt gerade in die Lesung 65 umgetauft haben. Und ihr erinnert euch, dass wir in der letzten Lesung mit dem Spiegelartikel geendet hatten, wo in dem Spiegelartikel, ich habe ihn euch jetzt ja auch nochmal auszugsweise mit reingeklebt, wo der Herr Kra mit dem Interview gesprochen hat und gesagt hat, naja,
Wir haben auch über einen Friedensplan für den Osten der Ukraine gesprochen. Und da ging es darum, dass der sich also auch mit den gewissen Größen da in Russland schon getroffen hat. Und da gab es eben auch Treffen mit dem Viktor Medvedchuk. Und da gab es eben auch eben Gespräche oder soll es Gespräche haben über einen Friedensplan für den Osten. Ja? Der war dann auch mal im Bundestag gewesen, dieser Milliardär. Und da gab es eben dann diese Gespräche. Und die waren wohl so im Jahr 2020 laut dem Spiegelartikel dann getätigt worden, diese Gespräche, ne? Wie sozusagen ein Friedensplan für den Osten der Ukraine aussehen sollte. 2020. Ja. So, und ihr wisst, dass der Krieg nicht 2020 begonnen hat, sondern 2022, am 24. Februar. Da werden wir nämlich heute noch zu sprechen kommen. Das halte ich jetzt bloß erstmal jetzt mal hier als Einleitung fest. So, dann soll ein Jahr vorher, im Jahr 2019, dieser Herr Krah auf einem AfD-Landesparteitag verkündet haben, da gibt es ein Zitat, auch im Spiegelartikel: Wir schießen den Weg frei. Es gibt nur uns, ansonsten geht alles den Bach runter. Zitat Ende. Das hat er wohl gesagt, das ist verbrieft. Und ich habe mir so gedacht, das ist bloß jetzt erstmal so eine kleine Anmerkung, dass jemand, der also sich einen Weg freischießen will, ja, natürlich vielleicht nicht der richtige Mann sein kann, wenn es um einen Friedensplan in der Ukraine geht. Oder, und jetzt ist der Punkt, steckt da vielleicht noch viel mehr dahinter, hinter diesen, ja, lapidaren Satz, man hat über einen Friedensplan in der Ukraine gesprochen. Ja? So, Jörg, wenn du mal bitte so lieb bist, dann jetzt mal nach unten scrollst, dann siehst du sogar ein Wahlplakat, wo der Herr Krah neben anderen, übrigens hier der Herr Dr. Rainer Rotfuß, den kenne ich persönlich oder kannte ihn persönlich, ich hatte mal eine Zeit lang Kontakt mit ihm, als ich so ein bisschen, ja, in meinem früheren Leben in der sogenannten Friedensbewegung aktiv war. Daher habe ich ein paar Vorträge von ihm beigewohnt und da war er noch nicht in der AfD. Aber ihr seht hier nur mal am Rande, und das wird uns in der Lesung auch beschäftigen, schon mal den Link zur sogenannten Friedensbewegung, die es hier in Deutschland gibt. Wie dieser Link sich ausbreitet, das ist eine Geschichte für sich. Also auch das ist noch eine eigene Sendung, die hochinteressant sein wird für euch. Aber ich will jetzt hier erstmal nur auf dieses Plakat zu sprechen kommen, wie die AfD den Ukraine-Krieg stoppen will. Ne? Könnte man denken, ja, das ist ja natürlich ein gutes Wahlplakat, ne? Das ist jetzt aus diesem Jahr, ne? Kann man ja machen, ne? Damit kriegt man bestimmt auch Wählerstimmen, weiß ich nicht, ne? Oder ist da vielleicht doch mehr dahinter, hinter diesem Plakat? So, und jetzt, Jörg, scroll einfach mal bitte weiter nach unten. Und zwar habe ich, ich muss euch das jetzt irgendwie versuchen zu erklären, ich habe in meiner Recherche über den Finanzbetrug, ich sage es jetzt einfach mal so, wie es ist, den der Herr Krah legal in die Wege geleitet hat, am Fiskus vorbei, als es um diese Erbschaft ging in zweistelliger Millionenhöhe. Also man spricht von 60 Millionen Euro. Tatsächlich waren es wohl um die 90 Millionen Euro. Egal, jedenfalls ging es da um die sogenannte Pius-Bruderschaft. So, und ihr könnt euch mal jetzt hier bitte mal ja, das Anwesen der Pius-Brüder mal anschauen, die schon seit einer ganzen Weile da drin ja, residieren, ja. Früher war es verpachtet, jetzt ist es sozusagen mehr oder weniger an die Pius-Brüder vererbt und sie nutzen eben diese ja, schlossähnliche Residenz für ihre Seminare und Exerzitienkurse. Ne? Exerzitien, ihr wisst, geistige und körperliche Exerzitien, wohin das führt, wissen wir alle. Ne? Das ist Jesuitenkurs, ja, und eben auch für die Jugendarbeit, ganz klar, immer dasselbe, es geht immer an die Jugend. So, gut. Das ist dort dieses Anwesen. Wir lassen das jetzt mal links liegen, Jörg, und du scrollst mal bitte ein, zwei noch runter. Und zwar habe ich in dieser Recherche durch, wie gesagt, eine Fügung des Heiligen Geistes ein Bild gefunden. Und zwar von der Seite, Jeithof hat neue Parkkapelle bekommen. Also aus dem Jahr vom 29. Mai 2012. So, und jetzt guckt euch mal bitte dieses Bild an.
So. Ne? Und jetzt seht ihr diese Kapelle, eine Piusbruder-Kapelle, die also da eingeweiht worden ist. Und jetzt bin ich doch, ich dachte, ich sehe nicht richtig, habe ich jetzt eine Sehstörung oder irgendwas? Und dann sehe ich doch diesen Herrn Krah da hinten vorgucken. Ja? Ja, genau, danke Jörg. Ne? So, natürlich war er da noch ein bisschen jünger, ne? Aber das ist der Herr Krah. So, wer mir das nicht glauben will, ich habe es nochmal vergrößert. Dann kannst du ein bisschen weitergehen. Und hier sieht man dann deutlich, das ist tatsächlich der Herr Krah. Wie gesagt, Junganwalt aus Dresden. Hier mittendrin in einer Einweihung für eine Kapelle der Piusbrüder. So, und jetzt guckt euch mal bitte den Herrn links daneben an. Der rechts, das ist noch ein Pater der Piusbruderschaft, der Pater Trutt. Den können wir erstmal beiseite legen. Guckt euch mal diesen kantigen Herrn mit der Brille an, mit der eckigen Brille. Der nennt sich Nikolaus von Ankershof. Ja? Ankershofen, Entschuldigung, Nikolaus von Ankershofen. So, und über diesen Menschen baut sich jetzt die gesamte Lesung auf, ich sag's mal so, weil dieser Ankershofen weit mehr ist als nur irgendein Mäzen, der hier die Kapelle gesponsert hat oder der hier irgendwie sich hier ablichten lässt. Das sind einfach so kleine Schnappschüsse, die es wirklich ganz, ganz selten gibt, weil diese ganzen Adelsfamilien sehr darauf bedacht sind, möglichst nicht in die Presse zu kommen. Ihr könnt auch dort Fotos kaufen, die dann geskriptet sind, also bestimmte Fotos, die dann einfach nur ja, eine gewisse Darstellung zeigen, aber sowas, solche Zufallsfotos mal kostenfrei zu finden, ist schon sehr, sehr selten. So Jörg, jetzt würde ich dich mal bitten, du weißt ja, wir teilen uns ein bisschen rein, mal ganz kurz mal hier das anzulesen, was hier unter diesem Text, unter diesem Bild steht. Ne? Übrigens, lasst euch hier nicht verwirren, Anmerkung von mir, sieht so ein Kontaktabbruch aus. Der Herr Krah hat gesagt, dass er 2013 keinerlei Kontakte mehr zur Piusbruderschaft hatte. Ja, das nur mal so als Erklärung für meine Anmerkung. So, Fakt ist, in dem Jahr 2012 waren sie alle noch dicke beisammen. Ne? Das wird noch später wichtig, aber das ist nur mal eine kleine Erklärung für meine Anmerkung hier. So, Jörg. Ich bitte dich. Dem heiligen Josef zum Dank, eine Kapelle im Schlosspark zu bauen, war seit längerem das Anliegen und der Wunsch von Bischof Philei und Pater Trutt. Ich höre mich selber im Echo, da muss jemand seine Lautstärke bitte runterregeln. Dort, wo die Achse des Innenhofes auf den gegenüberliegenden Waldrand trifft, wurde das kleine Gebäude errichtet. Mir wird schon schlecht bei den ersten drei Worten, dem heiligen Josef. Ich gehe mal davon aus, dass Sie damit den Mann der Maria meinen. Ja. Aber, ne, also ja. Diese ganze ja. Marienverehrung und Leute ja. hier zum Heiligen machen, also, ja. Naja. Ja. Ja, gut. Alles gut. Ja, wie, ich wollte das nur mal eben kurz anmerken, ne, weil wir müssen ja immer eben alles auch an der Bibel messen. Ne? Und ja. Josef war wahrscheinlich ein heiliger Zeit seines Lebens, aber heilig sind in der Bibel nur die Lebenden und nicht die Toten. Ja, danke dir. Entschluss und Idee waren schnell gefasst, aber es ist der großen Mühe und Ausdauer von Bruder Theodorus zu danken, der mit den beiden Hilfen Hans und Jano die Andachtsstätte ausführte. Gedankt wurde auch der großzügigen Stifterin, der verstorbenen Frau Rosa von Guttmann, sowie der Gemeinde Jeithof mit ihrem stets unterstützenden Bürgermeister. Mit dabei? Bürgermeister Franz Aschauer mit Gattin Leopoldine, die beiden Stiftungsräte Dr. Nikolaus Ankershofen und Dr. Maximilian Krah, Katrin Guttmann mit Tochter Emilie, Pater Helmut Trutt, Dr. Gunthard Guttmann mit seinen Eltern Gerhard und Elisabeth Presenhuber und Monika Ernst. Ja, vielen Dank, Jörg, erstmal fürs Vorlesen. So, also, die Rosa von Guttmann, das ist die Person, die eben, wie gesagt, verstorben ist und wo dieses Erbe, ja, sozusagen in diese Stiftung überführt worden ist, was mit Hilfe von dem Geschick, in Anführungszeichen, des Herrn Krah dann doch, ja, zu einem für die Piusbrüder guten Ergebnis dann geworden ist. Ne? Das ist sozusagen diese Rose von Guttmann. Also um dieses Erbe ging es letztendlich in dieser ganzen Geschichte. Aber ich habe euch ja gesagt, wir lassen uns jetzt hier mal nicht ablenken mit dieser Geschichte, weil uns interessiert eine ganz andere Geschichte, die viel, viel spannender ist als das, um was es in diesem Erbfall geht. Und zwar,
Ich sage es jetzt mal kurz. Hat der Kra aufgrund seiner Tätigkeit für diesen Bischof Verleih sich mehr oder weniger, ich sage mal, verkauft beziehungsweise in die sprichwörtlichen Brennnesseln gesetzt? Warum er das gemacht hat, das erkläre ich dann später mal. Fakt ist aber eins, es gibt eine Seite, die nennt sich Katholikapedia-Blog, die ist hundertprozentig, ja, wie sagt man jetzt, ultramontan oder ultratridentinisch oder ultra-Pius-Bruder-mäßig oder einfach ultrakatholisch. Und diese Seite hat einen oder mehrere Kapitel über den Herrn Kra geschrieben, ja, mit dem Titel Kra-Gate, also sozusagen wie Watergate, so ein Sprachgebrauch wie der Fall eben Kra. So, das heißt, interessant für euch zu wissen, dass der Kra tatsächlich in der Pius-Bruderschaft Gegner hat. Ja? Warum das so ist, das erfahrt er heute nicht. Das lasse ich heute erstmal aus dem Ruhe, weil sonst wird es so verworren. Aber er hatte also eine Aufgabe, die hat ihn also nicht beliebt gemacht. So, und jetzt geht ihr mal bitte auf diese, also Jörg, genau, du hast ja jetzt hier das Skript, scrollst du mal bitte ein Stück weiter runter und wir sehen jetzt hier auf dieser Seite schon mal das Bild, ja, den Kreis habe ich nie eingefügt, das ist sozusagen direkt von dieser Pius-Bruder-Seite, sage ich jetzt einfach mal, ne, die also genau dieses Bild, was ich durch ja, Zufall in Anführungszeichen gefunden habe, ja, eben auch gebraucht habe. So, und die Pius-Bruderschaft hat eben mit diesem Bild angefangen, den Kra beziehungsweise den Herrn Ankershofen ins Visier, ins sprichwörtliche Visier zu nehmen. Und was die Pius-Brüder da gemacht haben, das können wir natürlich auch. Und demzufolge habe ich einfach mal weiter recherchiert und auf dieser Seite eben sehr, sehr interessante Hinweise gefunden über diesen Herrn Nikolaus Ankershofen. So, und da guckt ihr euch mal bitte das nächste Bild an. Wir machen das auch viel mit Bildern, weil sonst wird das alles viel zu kompliziert. So, da seht ihr hier, ja, eine Holzfabrik, ja, MM, nicht M&M wie Eminem, ne, sondern MM und da in der Mitte eine Krone, ne. Das Bild ist auf alt gemacht, das ist aber nicht alt, das ist auch so in dem Rahmen 2012 wahrscheinlich aufgenommen worden. Und hier seht ihr die, ja, Mäzene, die Eigentümer von dieser Fabrik und rechts daneben seht ihr den Herrn Nikolaus von Ankershofen und daneben seine Ehefrau Melanie von Ankershofen. So, Jörg, und jetzt kannst du wieder einsetzen und kannst mal diesen kurzen Abschnitt mal vorlesen unter dem Bild. Herr Ankershofen ist Geschäftsführer der Meyer-Mellenhof-Karton AG. Ein Unternehmen mit mehr als 8000 Mitarbeitern und einem Umsatz von 1,6 Millionen Euro im Jahr 2009. Er ist auch einer der Eigentümer des Holzunternehmens Meyer-Mellenhof Holz Holding AG, das 1700 Mitarbeiter in 5 Ländern beschäftigt und einen Gewinn von 526 Millionen Euro erzielt. Herr Ankershofen ist verheiratet mit Melanie Franziska Maria Lona Gabriela Elisabeth Meyer von Mellenhof Saurau. Vielen Dank. So, ich muss hier mal ganz kurz nochmal erwähnen, die Zahlen sind natürlich veraltet, ihr seht von 2009. Ich habe jetzt mal aktuell geguckt, der Umsatz hat sich mindestens vervierfacht in den letzten Jahren. Ja, mindestens vervierfacht, okay? Darf ich mal eben fragen, die 1,6 Millionen, das kommt mir ein bisschen wenig vor für 8000 Mitarbeiter, das ist die 1,6 Milliarden vielleicht? 1,6 Milliarden, richtig, ja, ja. Stimmt, okay. Ja, na klar, stimmt, ja. Weil jetzt sind es um die 4 Milliarden, richtig, danke. Ja, das also steht ein bisschen wenig. Oder eben 1600 Millionen Euro, also 1,6 ja. Milliarden. Ja. Gut, ne, vielen Dank, das war ein guter Hinweis. Ja, so, also jetzt kommen wir der Sache langsam auf die Spur. Also er ist verheiratet mit einer, nochmal, Melanie, Franziska, Maria, Lona, Gabriela, Elisabeth, Meyer von Mellenhof, Saurau, egal. Ne, also ich weiß nicht, warum man in diesen Adelskreisen immer so viele Namen benutzen muss. Das mit dem Fond ist doch interessant, ne? Ja, war ja, ich hatte früher mal ein Gespräch von zwei Frauen
mir angehört, da sagte die eine von, ich bin jetzt auch eine von und zu, sagt die andere. Tja, mein Mann ist ein Auf und Davon. Auf und Davon. Das ist gut, ja. Ja, der Punkt ist, dass diese Familien schon seit Jahrhunderten bestehen. Und ich habe mir diese ganzen Stammbäume angeguckt. Also die gehen in die Habsburger Zeit rein. Die sind mit Österreich verwachsen, also mit einer erzkatholischen Region. Und sind 100% nicht nur pro-katholisch, sondern eben auch 100% ultramontan, also 100% dem Papsttum unterstellt. Und das ist jetzt eigentlich der Punkt, wo wir jetzt langsam reingehen in die Materie, wo es jetzt spannend wird. So. Kann ich mal ein Wort, einen Satz? Ja, gerne, gerne. Ich habe mich mit einem Bekannten unterhalten und dann sind wir auch auf Gespräche gekommen über so Familien, die Traditionsunternehmen oder so führen. Wenn das jetzt hier, man denkt an die großen Frauen, die dann die großen Wirtschaftsbetriebe in Deutschland führen und so weiter. Also Unternehmen, die mit Prestige sind und länger bestehen. Dann habe ich von Gesprächspartnern erfahren, dass wenn man zum Beispiel in so eine Familie einheiratet, sagen wir mal, eine Frau ist dann die Vorstandsvorsitzende oder die Eigentümerin eines Konzernes, dann heiratet man da rein als Mann und dann heißt das aber immer noch nicht, dass man jetzt eine Ehe führt, beziehungsweise Mann und Frau ist, dass der Mann das vollständig alles in den Betrieb zu sagen hat. Wenn, vor allem wird es wahrscheinlich sein, wenn der Mann irgendwie vom anderen Stand ist oder so, dann wird er gar nicht erstmal in die Geschäfte zugelassen. Da hat also, was die Geschäfte angeht, die Frau immer noch Geheimnisse vor dem Mann und die ganze Sippe, die ganze Traditionsfamilie von und zu genäht. Da kommt er selber da nicht so schnell rein ins Geschäft. Unter Umständen dauert das sehr lange Zeit, bis er da irgendwie sich bewährt und einarbeitet, weil erst, ja, vielleicht denken die so, er hat es nur geheiratet, er hat es gut gemimt und ist es doch ein Spion oder so. Deswegen, wenn du jetzt da vorliest, dass eine da mit einer Frau verheiratet ist von und zu und so weiter. In diesen Kreisen ist es nicht unbedingt so, wie ich das gehört habe, dass man verheiratet ist, sich einander vertraut und das Geschäft zusammenführt. Man hat ja vielleicht auch eine Aufgabe im Unternehmen nach der Heirat, aber an alle Geheimnisse, an alle Macht kommt man immer noch nicht so schnell daran, wenn man da fremd in der Familie ist. Ja. Also das trifft für diese Meyer-Mellenhoff-Dynastie, das die definitiv zu. Wie gesagt, da gibt es so ein paar Traditionen, die, wie gesagt, da gehe ich jetzt nicht drauf ein, die aber wirklich schon seit 500 Jahren praktiziert werden. Wir lassen es jetzt alles mal außen vor. Ja, wichtig ist jetzt, Jörg, lies mal bitte diesen ganz, ganz wichtigen Satz vor. Diese mächtige Meyer-Mellenhoff-Dynastie gründete das Meyer-Mellenhoff-Institut für den christlichen Osten mit Sitz im Edith-Stein-Haus. Was ist das für ein Institut? Dieses Institut ist die Salzburger Außenstelle von Pro Oriente. Danke, Jörg. So. Pro Oriente? Mhm. So, also jetzt wird's spannend, jetzt geht es ins Eingemachte. Also nochmal, wir haben jetzt gerade festgestellt, dass der Herr Krah sich mit jemandem hat ablichten lassen, dessen Ehefrau eine Adelige ist, wo eine Beziehung besteht offenbar, das wissen wir ja jetzt, zu einer Meyer-Mellenhoff-Institution für den sogenannten christlichen Osten im Edith Steinhaus. So, das ist ein Außenleger der Pro-Oriente. Das habe ich alles geprüft. Das ist alles soweit okay. So, Jörg, jetzt kannst du mal bitte den Wikipedia-Eintrag von Pro-Oriente mal bitte
vorlesen. Ja, das Einzige, was nicht okay ist, dass wir hier Meyer-Mellenhof-Institut für den christlichen Osten stehen lassen. Das muss natürlich heißen für den katholischen Osten. Ja, das für ist diejenigen, die immer noch nicht ganz mit sind. Das ist mir hier wirklich weggerutscht. Ja. Weil es geht hier nur noch, ich kann das gleich mal jetzt sagen, wenn ich mir nochmal solche, wie gesagt, ich habe das alles umgestellt, es meint immer katholisch, wenn ihr jetzt hier irgendwas von christlich lest. Ich sage das ja nicht zum Vorwurf, ich sage das ja auch für unsere Zuschauer, um sich dann nochmal dran zu erinnern, wenn sowas irgendwo in irgendwelchen Veröffentlichungen wie Wikipedia oder Katpedia oder wie war das hier, wie hieß das hier jetzt? Das ist ja auch so eine Katpedia-Ding, ne? Also so eine. Nee, Wikipedia habe ich das jetzt hier. Ne? Ja, nee, davor das Ding da. Das stand da doch nee, mit das bei. Ist von der, nee, das ist von der Pius-Seite, ne? Nee, Katholikapedia. Katholikapedia. Ach so, ja. Weil ich ja sage Katpedia. Katpedia ist ja die. Die Seite, auf der heutzutage solche Sachen wie zum Beispiel die katholische Enzyklopädie abgedruckt werden und solche Sachen, ne? Wenn man die also sucht. Ne? Also 1913 habe ich sie hier gedruckt stehen, aber wenn man die online sucht, dann ist das Katpedia. Das ist ein Nachschlagewerk. Im Grunde könnte sich genauso gut Wikipedia nennen, weil Wikipedia ist genauso katholisch wie Katpedia wohl. Also von daher, ich meinte nur jetzt gerade eben, überall, wo man halt diese ganzen Dinge liest, ob das Wikipedia oder was auch immer ist, wie hier jetzt zum Beispiel, wenn da christlich steht, muss man immer gleich geistig hinterfragen, geht es um Christen oder geht es um Katholiken? Ja. Ja. Das ist, ich finde das eine der allergrößten Irrtümer in dieser Welt, dass ständig alles, was mit Katholizismus zu tun hat, christlich genannt wird. Das zieht den Namen des Christentums in den Dreck, das zieht Jesus Christus in den Dreck, das zieht unseren Gott Yahweh in den Dreck, weil das hat nichts miteinander zu tun. Nochmal eben ganz kurz deutlich gesagt, bevor ich jetzt hier in den Pro-Orient-Artikel gehe. Und das war kein Vorwurf an dich, dass du das auch nicht siehst, wenn du so ein Skript erstellst, da liest man drüber hinweg. Kein Problem, aber es ist meine Aufgabe, finde ich dann zumindest, um solche Dinge dann kurz anzukarren und zu melden. Ich bitte darum. Ich bitte darum, absolut. Na klar, logisch. Na? Die Stiftung Pro Oriente wurde 1964 vom Wiener Kardinal Franz König gegründet, um die Beziehungen zwischen der römisch-katholischen und der orthodoxen und orientalisch-orthodoxen Kirche zu verbessern. Die Stiftung wurde während des Zweiten Vatikanischen Konzils gegründet, also in der Zeit zwischen 1962 und 1965, das mit seinem Ökumene-Dekret Unitatis Redintegratio Reintegration, wie auch immer man das hier aussprechen will, mit dem D, das verstehe ich nicht gut, aber gut. Unitatis Reintegratio, die Türen der katholischen Kirche für andere Religionen öffnete. Die Türen der katholischen Kirche für andere Religionen öffnete. Das ist ja wirklich ein Satz zum Lachen. Ne? Ja, ich weiß. Pro-Oriente. Ich sehe, dass du das lesen. Pro-Oriente hat Charter in Wien, Graz, Salzburg und Linz, also alles Österreich. Pro-Oriente geriet im Jahr 1998 mit dem Tod seines Vorsitzenden und langjährigen Präsidenten Alfred Stirlemann in eine Krise. 1972 etablierte Pro-Oriente die Wiener Christologische Formel als gemeinsame Neuinterpretation der Christologie des Konzils von Chalcedon, das fand statt 451 nach Christus, durch die orientalisch-orthodoxe und römisch-katholische Kirche. Sie geht auf eine Empfehlung der koptischen Kirche in Wien zurück und zählt zu den wichtigsten Beiträgen der Stiftung. Die koptische ist eine eigentlich urwirklich christliche Kirche aus Nordafrika, die heute auch natürlich zu den abgefallenen Huren von Babylon zählt. Ja, die christologische Formel, Jörg, die kannst du, wenn du dir das zutraust, gerne mal lesen. Ja, natürlich. Ich habe mir erstmal gestoppt, weil ich ja nur bis zum Blau lesen sollte wahrscheinlich. Danke. Wiener christologische Formel. Wir glauben, also das ist wieder irgendein Glaubensbekenntnis, ja, genauso wie das nizänische Glaubensbekenntnis oder das katholische Glaubensbekenntnis oder das Westminster Glaubensbekenntnis oder das apostolische Glaubensbekenntnis. Und ich kann euch sagen, ihr könnt all diese Glaubensbekenntnisse nehmen, alle, selbst das apostolische Glaubensbekenntnis, und ihr könnt sie alle in die Tonne drücken. Nichts sind sie wert. Selbst das sogenannte apostolische Glaubensbekenntnis. Das hat nämlich mit den Aposteln nichts zu tun. Also. Entschuldigung, jetzt lese ich ohne Kommentar vor. Wir glauben,
dass unser Herr und Erlöser Jesus Christus Gott, der menschgewordene Sohn ist, vollkommen in seiner Göttlichkeit und vollkommen in seiner Menschlichkeit. Seine Göttlichkeit war nicht für einen einzigen Augenblick von seiner Menschlichkeit getrennt, nicht für einen Augenblick. Jetzt muss ich doch kommentieren. Wie erklären Sie dann, dass der Mensch Jesus Christus gestorben ist? Ich wusste, dass du kannst. Nee, Entschuldigung, mir wird so schlecht, wenn ich das hier lesen muss. Ich wusste das so. Sein Menschsein ist eins mit seiner Göttlichkeit, ohne Vermischung, ohne Verwirrung, ohne Spaltung, ohne Trennung. In unserem gemeinsamen Glauben an den einen Herrn Jesus Christus halten wir sein Geheimnis für unerschöpflich und unaussprechlich und für den menschlichen Verstand nie ganz verständlich oder ausdrücklich. Ende Zitat. Also jeder normal denkende Mensch muss sich dann hier fragen, Jesus Christus ist gestorben, ist dann eine Lüge in der Bibel, weil Gott kann nicht sterben. Und wenn hier der Mensch untrennbar mit dem Geist oder mit dem Gott verbunden ist, dann muss Gott gestorben sein. Gott kann aber nicht sterben. Also, ich meine, wer das nicht sieht, dem kann ich auch nicht mehr helfen. Ja, also das ist erstmal der Punkt. Genau so. Und jetzt, Jörg, bevor du weiter umfällst, habe ich noch mal ein bisschen weiter recherchiert und bin dann auf eine Andreas Petrus-Seite gekommen. Ja? Und die hat im Prinzip, ja, die Geschichte der Pro-Oriente-Stiftung ja aufgearbeitet und ich habe jetzt mal die wichtigsten Sachen mal hier in das Skript überführt, Jörg. Und du kannst gerne hier, was jetzt wieder blau angemarkiert ist, durchlesen. Werde ich machen. Nur mal eben ganz kurz zur Erklärung für unsere Zuschauer. Es ist gut, dass Gerald diese Skripte schreibt. Wenn ich die schreiben würde, dann wären die 50 Mal so lang, wie sie eigentlich sein dürften, aufgrund meiner ganzen Kommentare zu diesen bekloppten Sätzen, die ich gerade eben aus dieser Wiener christologischen Formel habe vorlesen müssen. Da alleine würde ich 10 Sendungen drüber verbringen. Also von daher ist es gut, dass mich der Gerald jetzt hier geschickt führt von einem Punkt zum nächsten. Dankeschön, ich versuche mein Bestes. Ich meine, ich hatte schon so eine Ahnung, dass diese Formel dich beschäftigen wird. Aber es wird wahrscheinlich noch schlimmer werden. Also ich sage jetzt nicht Entwarnung, ne? Es wird nicht besser. Wir machen jetzt einen Streifzug durch die Geschichte. Nach dem Ersten Weltkrieg, Gründung der Catholica Unio in Wien. Die Anfänge der Catholica Unio, CU, also beinahe wie die CDU, sind eng mit Österreich und dem Benediktinerorden verbunden. P. Augustin Graf von Galen, Benediktiner aus Emaus bei Prag, hatte 1921 in Wien das ukrainische Religionskomitee ins Leben gerufen, um die Not der Flüchtlinge aus dem Osten, vor allem aus der Ukraine, zu lindern und ihre seelsorgliche Betreuung sicherzustellen. Das Hilfswerk fand alsbald die offizielle Anerkennung als kirchliche Einrichtung der Erzdiözese Wien durch Kardinal Piffel zwischen 1922 und 1923. Aber gerade die Betreuung der Ostflüchtlinge machte auch die Wunde der Kirchentrennung bewusst. Die Hoffnung auf, zwischen Anführungszeichen, Wiedervereinigung, wovon die Deutschen ja ein Lied singen können, damals verstanden als Wiedereingliederung der Orthodoxen in die eine katholische Mutterkirche, unter anderen Umständen lässt die römisch-katholische Kirche das nie zu, ließ unter ausdrücklicher Förderung und Fürsprache durch den großen Bekennerbischof der griechisch-katholischen Kirche der Ukraine, Metropolit Andreas Graf, Dankeschön, Czepczynski. Andreas Graf S. aus dem ukrainischen Religionskomitee in kurzer Zeit ein Werk entstehen, das sich ganz in den Dienst der Unionsidee stellte. Es erhielt den Namen Catholica Unio und wurde mit päpstlicher Approbation vom 18. September 1924 in den Status einer, Zitat, Vereinigung des Heiligen Stuhles, Ende Zitat, erhoben. Antichrist, Papst Pius XI., dem die Wiedervereinigung mit den Kirchen des Ostens ein vorrangiges Anliegen war und der im selben Jahr in seinem Brief Equidem Verba an den Abt Primas der Benediktiner die Arbeit für die Wiedervereinigung in besonderer Weise den Benediktinern anvertraute, förderte nach Kräften das von P. Augustin von Galen gegründete Unionswerk.
Während der zahlreichen Auslandsaufenthalte von P. Augustin von Galen und nach der Übersiedlung des Generalsekretariats nach Fribourg in der Schweiz 1927 vertrat ihn in Österreich der holländische Benediktiner P. Adalbert Brenningmeier, der im Stift Lambach als Katechet wirkte. Er leistete einen wichtigen Beitrag zur Errichtung der Landesorganisation in Österreich und Deutschland. Neben Lambach ist Seckau als Kloster zu nennen, in dem der Aufruf des Papstes an die Benediktiner, sich des christlichen Ostens in besonderer Weise anzunehmen, offene Ohren fand. Man trug sich mit dem Gedanken, ein kleines Seminar zu errichten, in dem russische Knaben für den Priesterberuf und eine spätere Mission in Russland herangebildet werden sollten. Das klingt ja ausgezeichnet für Leute wie Stalin, ne? Die Idee konnte so nicht umgesetzt werden, sollte aber wenig später unter dem Eindruck der massiven Verfolgungswellen des bolschewistischen Russland ihre Früchte tragen. 1932 gründete der Seckauer Benediktiner P. Chrysostomus Bauer in München das Andreaskolleg, in dem Priesterstudenten als Missionare für Russland ausgebildet werden sollten, und gab die Zeitschrift »Der christliche Orient« heraus. Ja. Also man sieht ja erstmal ganz kurz, dass das alles irgendwie mit Krieg zusammenhängt, weil nur im Krieg kann ich sozusagen Menschen aus der Struktur herausnehmen, kann mehr oder weniger mich dann als Hilfsbringer anbieten. Ne? Das heißt also, wir haben ja immer wieder den Krieg als wichtige Vorlage für diese ganze Umstrukturierung und Umschulungsmaßnahmen eben von diesen Geflüchteten, hier in dem Fall eben aus der Ukraine. Ne? Das ist nur mal so am Rande meine Bemerkung. Ne? Jürgen, dann kannst du gleich mal weitermachen, bitte. Nach dem Zweiten Weltkrieg. Wiederbegründung der Katholiker Unio in Salzburg. Nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges, also irgendwann in der Zukunft, weil der ist ja immer noch nicht offiziell beendet, in der von Amerikanern besetzten Zone gelegen, Zufluchtsort zahlreicher Flüchtlinge aus dem Osten. An die 5000 Russen, Emigranten nach der Oktoberrevolution und Emigranten nach dem Zweiten Weltkrieg, lebten in der Stadt selbst und in den Lagern Parsch, Hellbrunn, Lexenfeld und Itzlingen. Wie nach Ende des Ersten Weltkrieges in Wien, stand man nach Ende des Zweiten Weltkriegs in Salzburg vor der Frage nach der seelsorglichen Betreuung. Der Jesuit P. Marcel von Kutzem stellte sich im Sommer 1946 Erzbischof Rohracher mit einem Schreiben von Kardinal Tisserand, Präfekt der Orientalen Kongregation, vor, das ihn als Beauftragten in der Unionsfrage allen Ortsordinarien wärmstens empfahl. P. von Kutzem betreute die kleine Gemeinde katholischer Russen, fand aber durch großes Einfühlungsvermögen und feierlich gestaltete Gottesdienste auch bei den orthodoxen Russen Anklang. Und weiter. Die Meyer-Mellenhoff-Familienstiftung übernahm die Trägerschaft, zunächst gemeinsam mit dem katholischen Hochschulwerk, später zur Gänze, also alleine. Unter dieser Perspektive schlug der neue Vorstand, Universitätsprofessor Dr. Dietmar W. Winkler, seit Jänner, also Januar 2006, eine Namensänderung in Meyer-Mellenhoff-Institut für den christlichen Osten vor, die Maria Anna Baronin Meyer-Mellenhoff ohne deren persönliches Engagement für Salzburg als Ostkirchenstandort und die Neugründung des Instituts im Jahre 2001 nicht zustande gekommen wäre, gebührenden Respekt zollte. Ein neues Kapitel wurde aufgeschlagen, als im Oktober 2013 die Bemühungen von Professor Winkler um eine institutionelle Absicherung des Instituts von Erfolg gekrönt waren und das Institut nunmehr als Forschungseinrichtung der Universität Salzburg unter dem Namen Zentrum zur Erforschung des christlichen Ostens, kurz ZECO, firmiert. In den Sommermonaten 2021 übersiedelte das ZECO mit dem Sekretariat des Andreas-Petrus-Werks und der Pro-Oriente-Sektion Salzburg vom Edith-Stein-Haus Mönchsberg 2a in das Fakultätsgebäude Universitätsplatz 1. Ja, vielen Dank. Also, ne, man sieht, wie das einfach mal jetzt direkt in staatlichen Strukturen übergegangen ist, das Ganze. Und nicht nur, dass die Adressen alle eins sind, sondern hier wird sozusagen, ja, hier werden die Kräfte gebündelt, könnte man sagen. Ne? So, und wichtig jetzt hier für den Punkt, ich habe es ja
Geld ein bisschen hervorgehoben, ist eben jetzt hier eine weitere Person aus dieser Meyer-Mellenhoff-Dynastie, nämlich die Maria Anna Baronin Meyer-Mellenhoff. So, wer ist denn jetzt nun wieder diese Person? Es ist wirklich, es tut mir leid, dass wir uns hier mit solchen Sachen rumschlagen müssen, aber ihr werdet sehen, das ist total wichtig, wenn man das in Bild in Gänze verstehen will. So, und da habe ich jetzt mal geguckt, da habe ich eine Zeitschrift, der Christliche Osten, der ja, wie gesagt, schon erwähnt wurde, in der Ausgabe 2010, Nummer 5, gibt es einen Beitrag, da steht drin, dass die Frau Meyer-Mellenhoff eben, ja, mittlerweile verstorben im Jahr 2010, die frühere Co-Präsidentin von Pro Oriente, also im Jahr 2001 bis 2005, war und engagierte Vorkämpferin des Dialogs mit den Ostkirchen und Mäzenin, also Sponsorin oder wie man das nennt, der Ostkirchenarbeit in Salzburg. Ne? Ist am 1. August 2010 im 83. Lebensjahr gestorben. So, jetzt Jörg, scroll mal bitte ein bisschen weiter runter. Jetzt kommt erstmal eine Leerseite. Das hat einfach mein Programm nicht besser hingekriegt. Das braucht erstmal eine Pause, weil was jetzt kommt, wird natürlich nicht besser. Denn jetzt guckt ihr euch mal bitte dieses Bild an. So, wer erkennt hier die Frau Baronin, ja, es ist die Person links. Ne? Sehr hochgewachsen, sehr hager in der Gestalt, betend, offensichtlich Hände gefaltet. Das soll wohl so eine Art Anbetung, Betritual hier sein, wo sie sich hier ablichten lassen. Sicherlich nicht dem Zufall überlassen. Wie gesagt, diese Leute sind, was Fotos angeht, äußerst penibel. Ja? Und ganz wichtig, mit wem betet sie hier? Ich meine, das ist der Patriarch der russischen orthodoxen Kirche, ne? Nicht der russisch-orthodoxen Kirche, aber es ist der Patriarch Bartholomäus der Erste. Ja, den und meine der ich. Ist, genau, und der ist ein ökumenischer Patriarch von Konstantinopel mit Sitz in Istanbul im sogenannten Fanar. Ja, ist doch derjenige, glaube ich, von dem der Papst sagte, er ist der Erste und dergleichen, ne? Genau. Kannst du gerne mal den Wikipedia-Eintrag nochmal ganz kurz, ich habe so wie gesagt alles gekürzt, nochmal anlesen? Und ich mit meinem schlechten Personengedächtnis erinnere mich an das Gesicht. Ja, sicher. Hier stapelt aber jemand ganz schön tief. Nee, das ist echt wahr. Ich habe ein ganz schlechtes Personengedächtnis. Echt? Ja, das hat mich mir noch nicht aufgefallen. Ja. Also wer ist dann Bartholomäus der Erste? Bartholomäus der Erste, auch Bartholomäus oder Bartholomäus der Erste mit bürgerlichen Namen Dimitrios Archondonis, geboren am 29. Februar 1940 in der Türkei, ist seit 1991 griechisch-orthodoxer ökumenischer Patriarch von Konstantinopel mit Sitz in Fanar in Istanbul. Also er ist der griechisch-orthodoxe Patriarch der Kirche, die natürlich im Osten sitzt. Ne? Ostkirche, wir erinnern uns damals, Byzantium, das Konstantinopel wurde, ne? Und das ja auch die ganzen Abgesandten geschickt hat, damals zum Beispiel zum Konzil von Nicea, ne? Das ja auch da in der Türkei ist, 325 nach Christus. Also, er ist der 270. Nachfolger des Apostels Andreas, so wie der Papst der 266. Nachfolger von Petrus ist, ne? Also, ne? Gut. Das ist Wikipedia, ne? Der Patriarchenstuhl von, ist komisch, aber dass 266 und 270 so dicht beieinander sind. Ne? Ja. Besser als 666. Ne? Ja, natürlich, ja. Zähl die beiden zusammen und rechne dann noch die russisch-orthodoxen dazu und dann kommst du hin. Ne? Da haben wir es dann. Oh. Auf die kommen wir auch noch. Ja. Der Patriarchenstuhl von Konstantinopel ist der erste und somit sein Inhaber primus inter pares. Erster und dergleichen. Was habe ich gerade? Ich kenne das Skript nicht, ne? Ja, genau das. Primus inter pares, erster und dergleichen unter den anderen Oberhäuptern autokephaler Kirchen orthodoxer Christen, nein, orthodoxer Katholiken, bitteschön, durchstreichen in aller Welt. Dimitros Archondonis, klingt beinahe wie Adonis, ne? Ja. Studierte Theologie im Priesterseminar von Kalki in der Türkei an der Päpstlichen Universität Gregoriana in Rom und in München.
Im Jahre 1961 wurde er zum Diakon, 69 zum Priester geweiht. 3 Jahre später wurde er Leiter der Patriarchkanzlei in Istanbul. 73 folgte seine Weihe zum Titularbischof in Philadelphia. 1990, also Philadelphia ist nicht Philadelphia in Amerika, ne, ist Philadelphia in Griechenland, ne? Sage ich jetzt mal eben einfach so. 1990 wurde er Metropolit von Chalkedon und damit ranghöchstes Mitglied der Heiligen Synode. Am 22. Oktober 1991 wählten ihn die 15 Metropoliten der Heiligen Synode zum Erzbischof von Konstantinopel und ökumenischen Patriarchen. Patriarch Bartholomäus gilt als reformorientierter Vertreter der orthodoxen Kirchen. Kleine Bemerkung von mir, wenn er nicht reformorientiert wäre, würde er diese Position gar nicht innehaben. Ja? Das müsst ihr euch immer deutlich machen. Er engagiert sich, weil er ist damit natürlich auf Linie mit Rom. Ne? Er engagiert sich für die Ökumene und den Dialog zwischen den Religionen. Er spricht Griechisch, Türkisch, Italienisch, Deutsch, Französisch, Englisch und Lateinisch fließend. Außerdem setzt er sich stark für den Umweltschutz ein, so dass er in der Presse teilweise als der grüne Patriarch tituliert wurde. Mhm. Vielen Dank. Genau, du hattest mir jetzt gerade das Stichwort gegeben, ne? Mit Rom. Ne? Ja. Hat der Bartholomäus denn Kontakte nach Rom? Natürlich hat er die. Sonst wäre er ja nicht dort, wo er ist. Ne? Er hätte seinen Job sonst gar nicht, genau. Das ist ja, was ich meinte. Ja. Genau, ne? Ich meine, sonst ihr habt ja auch gesehen, wo er hier seine Ausbildung genossen hat. Ne? Das ist also quasi päpstlich aufgezogen, aufgebauter Patriarch. Und mich hat jetzt mal interessiert, wie sehen seine Kontakte aus? Und da habe ich so ein bisschen im Internet rumgeschaut und bin da auf verschiedene Seiten gekommen. Und ich habe das jetzt mal einfach so chronologisch nach dem Datum ein bisschen sortiert. Und da habe ich hier den ersten Eintrag vom Domradio vom 25. Mai 2014. Und da wird hier kurz, ich habe wie gesagt alles gekürzt, ne, bitte, weil wir kriegen das sonst hier nie alles rein, ist hier ein Bild zu sehen von dem Antichrist Franziskus und dem Bartholomäus mit dem Titel In Erinnerung an historische Versöhnungsgeste. Papst Franziskus und der orthodoxe Patriarch Bartholomäus I. haben ein ökumenisches Gebet an der Jerusalemer Grabeskirche gehalten. Sie erinnern damit an das historische Treffen ihrer Vorgänger vor 50 Jahren. Jetzt habe ich gedacht, Moment, vor 50 Jahren, 2014, vor 50 Jahren wäre ja 1964, während des zweiten ökumenischen Vatikanischen Konzils, wie wir gesagt hatten. Pro Oriente wurde in der Zeit gegründet, also pur ökumenisch, um eben dafür zu sorgen, dass die Beschlüsse des ökumenischen Konzils eben auch durchgesetzt werden können, weil dafür braucht man ja solche Institutionen. Ja. So ist es, ne? Was für ein Zufall, ne? So, Jörg, kannst du mal bitte weiter scrollen? So, jetzt ganz kurz mal Stopp. Das ist ein Titelblatt oder eine Titelseite eines Buches, was ca. 400 Seiten dick ist und eine, naja, wie sagt man, eine Gedenkschrift ist, ja, für Pro-Oriente. Ne? Und ihr seht hier, 1964 bis 2014 sind also diese 50 Jahre. Und das ist doch schon mal interessant, dass wir hier sozusagen über 5 Ecken hier den Link finden zu dieser Gründungsgeschichte, dieses Pro-Oriente. So, war und 2014 der Maidan? Ja. Oder 2013, wahrscheinlich so am Jahresumbruch. Ja, 2014 war, ich glaube, da wurde das dann gewaltsam, glaube ich, ne? 2014. Ne? So, jetzt geht mal bitte, Jörg, sei mal so lieb, mal bitte in das PDF-Denkwerkstatt Pro Oriente. Das gucken wir uns nämlich jetzt mal an, weil ich habe das tatsächlich bekommen aus den Weiten des Internetses und hatte natürlich heute nicht mehr die Zeit, hier irgendwie das Buch durchzuarbeiten. Ich wäre wahrscheinlich auch wahnsinnig geworden, weil das einfach ja so viel toll und solche Lobhudelei und alles. Jörg, wir können mal ganz kurz mal das Skript mal runterscrollen. Und zwar habe ich ja hier versucht, irgendwie so ein bisschen was zu markieren. Und zwar habe ich jetzt hier auf der Seite 13 im PDF. Da können wir mal ganz kurz, du musst das andere Skript, nicht das Skript, wir verlassen mal kurz das Skript. Da gibt es das zweite, das nennt sich Denkwerkstatt Pro Oriente. Genau, dort gehst du mal auf die Seite 13. Ehrenmitglieder der Stiftung.
So, da habe ich mal ja, markiert, dass 1989 der ökumenische Patriarch Bartholomäus I. von Konstantinopel, also genau dieser Herr, um den es jetzt gerade geht, zum Ehrenmitglied dieser Pro-Oriente-Stiftung ernannt worden ist. Na, das ist ja mal nicht schlecht. So, und jetzt scrollst du mal weiter. Wir wollen ja immer alles prüfen, ne? Wir wollen ja nichts Unwahres berichten, deswegen prüfen wir die Dinge, soweit wir die Möglichkeit haben. Ne? Ihr seht übrigens auch hier 490, 491, also sind fast 500 Seiten. Dickes Werk. So, und dann seht ihr hier bei der Ehrenmitgliedschaft, dass die Frau Maria Anna Baronin Meyer, ich hatte eigentlich gedacht, das heißt immer erst Baronin Meyer Anna, aber wahrscheinlich klingt das dann ein bisschen komisch, ne? Oh, naja, wir nehmen es mal so gegeben. Ne? Maria Anna Baronin Meyer-Mellenhof, ehemalige Vizepräsidentin der Stiftung Pro Oriente und Vorsitzende der Sektion Salzburg, römisch-katholische Kirche. Also, es stimmt, was wir gelesen haben. Hier als erste Quelle haben wir hier schon mal die Verbindung. So, Jörg, jetzt kannst du mal ein Stück mal nach oben scrollen. Für alle die, die sagen, naja, das ist jetzt alles sozusagen, ja, die griechisch-orthodoxe Kirche. Nein, mal bitte die Luft anhalten. Ich weiß jetzt nicht, was ein Protektor der Stiftung ist. Also ein Protektor klingt Ja, für mich nach Beschützer, ne? Beschützer. Ja. Ja. Na, Stand Jänner, also Januar 2014. So, Jörg, du kannst selber mal lesen. Oder den Ausrufezeichen. Ja, proklamiert 2019 als Protektor der Stiftung haben wir hier Kardinal Walter Kasper, ehemaliger Präsident des Päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen, römisch-katholische Kirche, und Patriarch Kirill von Moskau und der ganzen russischen und der ganzen Rus, Entschuldigung, Oberhaupt der russisch-orthodoxen Kirche. Also wir haben Kirill, Oberhaupt der russisch-orthodoxen, und wir haben Bartholomäus, Oberhaupt der griechisch-orthodoxen Kirche. So, Und die das nur sind mal beide ganz. komischerweise mit dieser Organisation liiert. Na, das ist aber merkwürdig, ne? Das sollte uns jetzt aber halt richtig zu denken geben. Der eine ist Protektor und der andere ist Ehrenmitglied, ne? Wahrscheinlich weiß ich nicht, was das dann bedeutet, wenn man Protektor ist und was mit Ehrenmitglied. Aber irgendwie haben die sich da schon bestimmt irgendwie ihre Aufgaben zugeteilt. Aber ich fand das schon jetzt hier mal einen ganz interessanten Fund, ja, weil es ja doch gerade jetzt auch in dem aktuellen Ukraine-Konflikt ja offensichtlich ja mehr oder weniger auf einen Glaubenskrieg, ja, der ja, orthodoxen Kirche gegen die katholische Kirche, so nach außen hin zumindest, ja, hinausläuft. Und wenn ihr dann aber sowas seht, und das ist ja jetzt bloß mal eine ganz kurze Betrachtung, dann sollte einem doch zumindest jetzt schon so ein bisschen bewusst werden, dass das vielleicht alles nur irgendwie eine große, Theatervorstellung ja, ist. Wir ist. haben doch letztes Mal oder vorletztes Mal nochmal aus dem Eid der Jesuiten vorgelesen. Jetzt Ja. erinnert euch doch mal, da stand doch drin, dass du zusammenarbeitest mit deinem Bruder, der auf der anderen Seite öffentlich gegen dich ist, aber im Geheimen arbeitet ihr zusammen, Ja. damit am Ende die Kirche gewinnt. So Die ist Kirche es. im Krieg. Die Kirche Mehr im muss Krieg. man gar nicht wissen. Wenn man das hier liest, dann macht das auf einmal alles Sinn. Ja, warum sind denn hier die orthodoxe Kirche aus Russland, die orthodoxe Kirche aus Griechenland und die römisch-katholische Kirche alle zusammen in einer Organisation? Die müssten sich doch bis aufs Messer bekämpfen. Nee, die gehen nachher, wie diese eine Aussage der Politikerin letzte Woche da, wer war das noch? Marius, du kannst solche Dinge mal gut behalten. Die gehen nach der Na, ganzen Show ein Bier zusammen nicht wirklich, saufen. aber das war eine grüne oder linke. Ja. Ich würde mal sagen, weil wir, ich gucke jetzt gerade so ein bisschen auf die Uhr, damit jetzt hier noch was ganz Wichtiges kommt, würde ich jetzt erstmal sagen, das heben wir uns also mal vielleicht fürs nächste Mal auf, weil hier gibt es noch ein paar sehr interessante Äußerungen. Ja, nur ich habe Einmal meinen von einem. Kommentar gerade eben auch mal kurz wichtig zur Erinnerung der Leute, Ja, zur nee, Erklärung ich der wollte dich jetzt nicht Leute. unterbrechen. Ich wollte Nee, dich nee. jetzt nicht, es geht jetzt bloß darum, weil eigentlich war jetzt der Plan, dass du hier diese markierten Stellen mal von dieser sogenannten Grußadresse dieses Kardinal Kochs, dieser Präsident des päpstlichen Rates zur Förderung der Einheit der Christen mal anliest Ja, und das dann hier, eben ja. auch,
Ja, und dann eben auch dieses Grußwort des Patriarchen Bartholomäus, ja, über den wir jetzt uns gerade hier unterhalten. Aber ich würde mal sagen, aufgrund gerade, was du jetzt in deinem Kommentar gesagt hast, ja, die Kirche im Krieg, würde ich jetzt mal einen Cut machen und jetzt gehen wir mal in das alte Skript wieder rein. Ja, also wir hier, wir mal, 63M, das ist das alte, genau, Skript hier. Genau, so, und jetzt gucken wir mal, Jörg, jetzt kannst du mal bitte diesen Text, den ich jetzt hier in so einem Orange mal markiert habe, mal bitte vorlesen. Ja, aber gerne. Die gemeinsamen Gesten der beiden Kirchenführer waren bewegende Höhepunkte der ökumenischen Feier am Sonntagabend in der Grabeskirche von Jerusalem, der bedeutendsten Kirche der Christenheit. Sie erinnerten an das historische erste Treffen von Kirchenführern aus Ost und West vor genau 50 Jahren. Zu diesem feierlichen Gedenken hatte Bartholomäus I. zunächst Antichrist Papst Benedikt XVI. Eingeladen und dann dessen Nachfolger, der zu diesem Anlass seine Reise ins Heilige Land unternahm. Bei der einstündigen Feier in der Kirche vom Heiligen Grab zählten Gesten fast mehr als Worte. Tradition zählt auch mehr als die Bibel! Da hast es! Das stimmt, das ist gut, das ist gut. Ja. Jeder Schritt, jede Bewegung, jedes Entzünden einer Kerze des Ökumene-Treffens, das schon im Vorfeld das Etikett historisch erhielt, war mit Bedacht gewählt. Da wird nichts dem Zufall überlassen. Inszeniert. Genau. Vor dem Wortgottesdienst kamen Franziskus und Bartholomäus I. in der vatikanischen Delegation auf dem Ölberg zu einem privaten Treffen zusammen. In dem gleichen Raum, in dem ihre Vorgänger Antichrist Papst Paul VI. Und Patriarch Athenagoras am 5. Januar 1964 nach 900 Jahren, 1054 war das Schisma, Entfremdung, zusammenkamen und den Dialog vereinbart hatten. Unter einem Relief, das an das damalige Treffen erinnert, unterzeichneten sie eine gemeinsame 10-Punkte-Erklärung. So, ja, genau. Und jetzt habe ich natürlich noch mal weiter recherchiert, weil wir hatten ja gerade den Herrn Kyrill, den Patriarch Kyrill, mal als Putins Patriarch, sage ich jetzt mal so, im Visier. Und da habe ich was gefunden auf der Seite evangelisch.de, Jörg. Ich bitte dich auch darum mal, aus dem Jahr 2016. Das Treffen zwischen Kirill dem I., also dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche, und Franziskus, dem Patriarchen der römisch-katholischen Kirche im Jahre 2016, stehe auf einer anderen Ebene als zum Beispiel die Zusammenkunft von Papst Paul VI. Und dem damaligen ökumenischen Patriarchen Athenagoras 1964 in Jerusalem. Das sei das erste Treffen mit dem Ehrenoberhaupt der Orthodoxie seit der Spaltung von 1054 überhaupt gewesen und habe zu einer Verbesserung der Beziehungen zwischen der orthodoxen Kirche und dem Vatikan geführt, fügte der Theologe hinzu. Damals hätten Patriarch und Papst gemeinsam ein Vaterunser gebetet. Na, warum haben sie denn nicht ein heiliges Maria-Gebet gesprochen? Das hätte doch viel besser gepasst. So, genau. Und jetzt nochmal die Wikipedia mal bitte, weil wir hatten den ja gerade entdeckt durch... Ja, er ist ja der Beschützer der päpstlichen Pro-Oriente-Stiftung 2009, um mal deutsche Worte zu gebrauchen hier. Kyrill I., wie der bürgerlich heißt, interessiert kein Schwein, der kann es selbst lesen, ist ein russischer Geistlicher und ehemaliger KGB-Agent. Also der hat ja viel gemein mit Putin dann, der ja auch ein ehemaliger KGB-Agent ist. Das ist doch nur Zufall, Jörg. Man also, kennt sich doch aus der Zunft. Bitteschön. Nein, das ist bestimmt doch ein anderes KGB. Doch. Nein, ganz sicher nicht. Nein, doch. Wie, der Patriarch war KGB-Agent? Ja. Ja. Oha. Und zwar, kannst du mal bitte weiter scrollen? Ja, ich wollte erst noch weiterlesen. Ach so, okay, gut. Ich habe gedacht, du bist schon fertig. Seit dem 1. Februar 2009 ist er Patriarch von Moskau und von der ganzen Russ und damit der Vorsteher der russisch-orthodoxen Kirche.
Zuvor war er Erzbischof und Metropolit der Diözesen von Smolensk und Kaliningrad. Sein Privatvermögen wird auf rund 4 Milliarden US-Dollar geschätzt. Im Sommer 2022 verhängten einige Staaten aufgrund der Unterstützung des Angriffskriegs Russlands gegen die Ukraine Sanktionen gegen Kyrill, den wir hier nochmal im Bild sehen. Ja, genau. So, wenn ich glaube, dass dieser Mensch tatsächlich so der Freund Putins ist, oder ne, dass die beiden irgendwie was zusammen haben, hier im Beweisfoto. Kyrill, ja. Der Erste, ein KGB-Mann? Was wird hier eigentlich gespielt? Auf der einen Seite der Beschützer der russischen Orthodoxie und auf der anderen ist der Beschützer der päpstlichen ökumenischen Pro-Oriente-Stiftung. Ist Kyrill etwa ein Doppelagent? Schweizer Akten belegen. Patriarch Kirill arbeitete für den KGB. Ja. Das wird noch weiter recherchiert. Ja, da bin ich heute nicht mehr dazu gekommen, aber das interessiert mich jetzt wirklich. Also da will ich wissen, was die FAZ hier noch gefunden hat. Also da habe ich bloß leider eine Bezahlschranke, die mir das im Moment erstmal ein bisschen erschwert. So, aber wir waren ja bei dem Bartholomäus, ne? So, und ich habe euch ja gesagt, chronologisch aufgearbeitet, jetzt sind wir schon im Jahr 2019, geht relativ flott voran. Jörg, scroll mal bitte weiter. So, und da kannst du auch mal kurz lesen, was es da Wichtiges gab bei diesem Treffen. Also der Patriarch Bartholomäus und der Papst Franziskus treffen sich hier im Vatikan. Und der Text sagt, am 29., also am vergangenen 29. Juni, hatte Papst Franziskus einer Delegation des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel eine Urne mit 9 Knochenfragmenten aus dem Grab des heiligen Petrus unter der Vatikanischen Basilika, in dem die Reliquien des Apostels aufbewahrt werden, geschenkt. Ich enthalte mich jetzt eines jeden Kommentars. Zusammen mit der Urne hatte der Papst einen Brief an den Patriarchen Bartholomäus gesandt, in welchem er den Grund für das Geschenk erläuterte. Zitat: Diese Geste möchte eine Bestätigung des Weges sein, den unsere Kirchen eingeschlagen haben, um sich einander anzunähern. Ein Weg, der manchmal anspruchsvoll und schwierig ist, der aber von deutlichen Zeichen der göttlichen Gnade begleitet wird. Ende Zitat. Die Reliquien des heiligen Petrus werden nun zusammen mit den Reliquien des Apostels Andreas, des Bruders des heiligen Petrus, im Amtssitz des ökumenischen Patriarchats von Konstantinopel in der türkischen Stadt Istanbul verehrt. Ja. Verehrt, das heißt angebetet. Ja. Ja. Ist das nicht Nekromantie? Irgendwie so fetischistische Knochensammler oder wie? Ich möchte mal wissen, was das für Knochen sind. Ja. Die römisch-katholische Kirche ist natürlich die Kirche von Reliquien und jeder, der Martin Luthers Geschichte gelesen hat, der weiß ja, wie dieser Förster, der ihn da beschützt hat, da, wie hieß er noch da, der war ja auch Reliquien vernarrt. Ne? Komme ich jetzt nicht auf seinen Namen da. Ja. Und das sind die in der römisch-katholischen Kirche immer. Man kann keine Kirche, man kann keine Kirche erbauen, ohne jetzt da in Reliquien unter dem Altar zu haben. Ne? Also unter jeder römisch-katholischen Kirche, unterm Altar, gibt es Knochen oder andere Gegenstände von toten Menschen. Das ist ein Ritual, das gehört bei denen zur Tradition. Ja. Was das mit Christentum zu tun hat, weiß ich nicht. Es ist ein Totenkult eigentlich, ne? Ja, und ich habe mir jetzt mal erlaubt, eine Anmerkung zu geben, nämlich als Knochen als Botschaft der Annäherung. Also mal ganz ehrlich, wenn man so ein bisschen einigermaßen frisch im Geiste ist, ne, ich weiß es nicht, ob das was das für eine Botschaft sein soll, ja. Oder eben. In der Stadt, in der ich mal gewohnt habe, gibt es einen Park, der Knochenpark genannt wird. Und das ist also so ein Park auch gewesen, wo da auch Drogenhandel vermutet wurde und so. Also. Ja. Es gibt auch von den Jesuiten eine Knochenkirche, ne? Die ist komplett aus Knochen aufgebaut. Ne? Musst du mal gucken. Also ich habe das mal gesehen, ist ja auf Bildern, das ist ja furchtbar. Also ohne Worte. So, wie gesagt, und ich habe jetzt hier den Kommentar noch ein bisschen erweitert. Oder bedeutet diese Knochenbotschaft ein Vorzeichen eines Krieges gegen die UOK? So, UOK. Schau mal. Oh, ja, genau. Ne? Genau. One of the creepiest churches on earth. Also eine der
ja, creepy, grausamsten, gräulichsten Kirchen auf der Erde. Und ja, das ist ein Bild, was ich hier habe. Und ich habe noch ein anderes Bild. Das ist hier. Und das ist eine römisch-katholische Kirche. Und das ist kein Photoshop. Das könnt ihr euch gerne im Internet raussuchen. Ja. Kathedralen, die aus Knochen, menschlichen Knochen errichtet sind. Ja. Gruselig. Wirklich. Ja, wenn du irgendwas, von Knochen sagst oder von der katholischen Kirche sagst, ich habe sie alle. Das ist hier aus Polen. Ja, das ist eine polnische Kirche. Das sind alles Schädel. Der Altar. Ja, das alles. Bild habe ich auch gefunden. Da habe ich dann nämlich in Erinnerung gehabt, da war doch was in Polen auch irgendwie eine Kapelle aus Knochen. Das ist in Polen, ja. Seht ihr, so arbeitet der Heilige Geist, ne? Mehr muss ich zu der Sendung nicht sagen, oder? Nee. So, wir sind noch nicht ganz fertig. Es tut mir leid. Jörg, kannst du doch mal bitte weitergehen? Und zwar habe ich jetzt noch mal aus dem Jahr, wie gesagt, wir kommen jetzt im Moment in unsere Zeit, Jahr 2020, noch mal einen Empfang herausgefunden. Das wurde auf domradio.de publiziert. Jörg, scroll mal bitte ein bisschen weiter, wo die ganzen Bemaskierten jetzt zu sehen sind. Ja, und auch hier, ne, der Text: Der Patriarch von Konstantinopel hat am Dienstag in Rom gemeinsam mit Franziskus und weiteren Religionsvertretern an einem Friedensgebet teilgenommen. An einem Friedensgebet, naja. Der 80-jährige Patriarch hat sich als engagierter Umweltschützer einen Namen gemacht. Papst Franziskus, also Antichrist Papst Franziskus, bezog sich bei seiner Umweltenzyklika Laudatio Si, also im Jahr 2015, ihr erinnert euch, das war sozusagen der Startschuss für die ganze Umweltagenda, die uns jetzt quasi hier jeden Tag über den Kopf zusammenfällt, ja, und eben hier auf Bartholomäus dem Ersten als Impulsgeber. Ne? So. Und jetzt kommt der Punkt. Meine Anmerkung zu diesem Text war, dass das erstmal interessant ist, dass nicht der Patriarch, der gerade die Spaltung der orthodoxen Kirche vorantreibt. Der Bartholomäus hat nämlich sich mit dem Selenskyj getroffen. Und ihr erinnert euch, wir wollen ja auch in die Ukraine jetzt nicht komplett aus dem Ruder nehmen, ja, sondern ihr erinnert euch, dass ja zurzeit auch in der Ukraine selber ein Krieg der Kirchen tobt, nicht nur gegen die russische Kirche, sondern auch innerhalb der ukrainisch-orthodoxen, der sogenannten ukrainisch-orthodoxen Kirche, tobt ein Krieg. Ja. Und zwar wird, um das jetzt mal ganz kurz zu erläutern, wird im Prinzip hier eine neue orthodoxe Kirche in der Ukraine aufgebaut, die zu 100% hinter Rom steht. Und im Moment erleben wir gerade eine Situation, die dem Stundismus recht nahe kommt. Also wir haben eigentlich das volle Programm. Wir haben das Programm der Verfolgung von Gläubigen. Wir haben das Programm von Lynchmorden, wir haben das Programm von Lynchjustiz, wir haben das Programm von Berufsverboten, wir haben das Programm von Gewalt auch gegen Gläubige, auch gegen natürlich Priester sowieso. Ne? Also dort ist tatsächlich ein Link zum Stundismus schon da. So, Jürgen, jetzt scroll mal bitte weiter runter. Mach ich sofort. Ich muss nur eben noch an deinen Kommentar etwas hinzufügen. Oh, wenn sich die Leute fragen, es gibt da diese verschiedenen orthodoxen Kirchen in der Ukraine. Es gibt die griechisch-orthodoxe Kirche, die da wirkt. Es gibt die russisch-orthodoxe Kirche, die da wirkt. Es gibt die ukrainisch-orthodoxe Kirche, die da wirkt. Und die bekriegen sich und da finden also dann religiöse Verfolgungen statt, wie du gerade eben gesagt hast. Möchte ich nur als Erklärung dazu geben, wir müssen immer im Hinterkopf behalten, die römisch-katholische Kirche feiert nur das Tridentinische Konzil von 1545 bis 1563 und alle Beschlüsse der Verdammung, die dort getroffen wurden, die sind heute immer noch gültig. Und alle sogenannten Katholiken, die eben nicht sich dem ultramontanen Führungsanspruch des Papstes unterwerfen, die eben nicht die Beschlüsse des Konzils von Trient teilen und vorantreiben, das sind sogenannte Liberale. Und das sind genau die, die damals schon im Dritten Reich auch von Hitler verfolgt wurden. Also man sagt davon, aber Hitler verfolgt ja auch die römisch-katholische Kirche. Ja,
Die Liberalen! Und was glaubt ihr, was in der Zukunft in Amerika passiert? Amerika ist liberal, katholisch bis zum geht nicht mehr. Da findet das größte Blutbad in der Geschichte in der Zukunft statt. Deswegen macht Tom ja Inquisition Update. Die Leute begreifen es nur nicht. Nur, dass ihr mal kurz versteht, worum es geht. Die schlachten ihre eigenen Leute ab, weil die liberal sind und nicht ultramontan, nicht tridentinisch. Schaut nochmal auf den Link, den ich in der letzten Sendung geplatzt habe, von mostholyfamilymonastery.com. Ja, ich hatte erst gesagt Most Holy Family. mostholyfamilymonastery.com heißt das. In der letzten Sendung, schaut euch das mal an. Die sind ultramontan, die sind ultratridentinisch. Und alles, was nicht sich dem tridentinischen Konzil und dessen Führungsansprüchen und der päpstlichen Macht 100% unterwirft, wird dem Boden, Erdboden gleichgemacht. Und genau das findet jetzt in der Ukraine statt. Das wollte ich nur noch mal eben sagen, Jörg, zum besseren Verständnis für unsere Zuschauer. Pass mal auf, jetzt machen wir was ganz Verrücktes, Jörg. Pass mal auf, jetzt bitte ich dich mal, erstmal bei dem Skript, was du jetzt offen hast, mal runter zu scrollen, dass wir zumindest noch mal diesen Zelensky sehen. So. Okay, ne? Das ist Anfang Juli 2023, ne? Zelenskys Ankunft im Fanar und sein Treffen mit Patriarch Bartholomäus, ne? Hier geht es also darum, hier die Kirche aufzubauen, die neue römisch-orthodoxe Kirche, ja? Und Zelensky als Staatsoberhaupt sozusagen soll dann quasi das Schwert führen gegen die Leute, die sich dann gegen diese Kirche auflehnen und eben dann ja, Liberale sind, wie der Jörg das sagte. So, Jörg, und jetzt geh mal bitte in das Skript Karl Julius Weber. Ein ganz tolles Buch, Das Papsttum. Und jetzt gehen wir bitte auf die Seite 91 im Skript. Und jetzt lese mal bitte ab dem Punkt endlich im Dezember 1563. Moment, wo ist denn das hier? Das ist ja der zweite Absatz. Ich muss es erstmal eben finden, ne? Entschuldigung. Ja, alles gut. Ich kenne das Skript ja nicht. Ne? Nee, du kennst es nicht. Ich finde es auch wirklich irgendwie dort. Also ich finde es wirklich spitze. Endlich, im Dezember 1563, schloss man das hochberühmte Konzil unter Lobgesängen, als ob man Wunder verrichtet hätte. Deutschland, Ungarn und Frankreich verwahrten sich feierlich gegen die Beschlüsse und die päpstliche Politik feierte ihren höchsten Triumph. Die letzten Laute der versammelten Hochwürdigen waren Flüche gegen alle Ketzer. Anathema sit. Der Kardinal Guise rief zuerst verdammt, dann hallte es durch den ganzen Dom, dessen Grundfesten erbebten. Verdammt, verdammt! Die Komödie, die Rom in der gesamten Christenheit 18 Jahre lang spielte, war zu Ende unterschrieben von 255 Prälaten und bestätigt vom Papst. Reines Marionettenstück zum Besten der Schatulle. Und wenn wir auch mit Voltaire nicht annehmen, dass die graubärtigen Väter Bälle gaben und tanzten und mit Anstand und Würde, so heißt es doch Ibi etiam errant. 300, das kenne ich nicht. In Latein. Alles gut. Honestaim retix quas cortigianas vocant. Das Sternchen. Ja, und da ist dann die deutsche Übersetzung. Da selbst waren auch 300 vornehme Huren, Kurtisanen genannt. Gut, Jürgen, jetzt gehst du noch mal bitte, weil das machen wir jetzt, auf die Seite 98 und liest den Schlusstext noch mal bitte an. Moment, 98. Ah, hier. Schlusstext. Ob das Menschengeschlecht fortschreite, rückwärts gehe oder wenigstens sich im Kreise drehe, ist bekanntlich eine bestrittene Frage. Im Staat wie in der Kirche hat es stets Leute gegeben und wird wohl auch Kraft des radikal Bösen unserer Natur stets geben, die den Krebsgang gehen. Sokrates musste den Giftbecher trinken,
der Stifter des Christentums am Kreuz zu sterben, Arnold von Brescia, Hus, Hieronymus und tausend andere Zeugen der Wahrheit wurden gemartert und dem Moloch geopfert. Luther starb wenigstens im Bann und Reichsacht, das Konzil von Trient an Jesuiten und von neuesten Zeiten will ich schweigen. Der Jesuitenorden, der sich recht eigentlich der Reformation gegenüberstellte, opferte Hunderttausende, bis höhere Aufklärung über die schändlichen Grundsätze der Lamurin und Caraffa siegte. Der Orden konnte nur aufrecht stehen, wenn er dem Protestantismus, das heißt Freiheit der Vernunft, wenn er die Freiheit der Vernunft besiegte. Der Protestantismus, er muss fallen, wenn jener den Sieg errang. Der schwarze Orden, mit dem Hass und der Verachtung der heller sehenden Welt gestempelt, verschwand auf Verlangen der Mächte, trieb aber stets sein heilloses Spiel fort in den Nebeln des Mystizismus und wurde, ist's möglich, im 19. Jahrhundert wieder förmlich ins Leben gerufen, von einem Fürstbischof Roms, genannt Papst, Pius V. übrigens. Ist's möglich, dass die großen Mächte solches zugaben? Schreitet die Menschheit vorwärts oder geht sie den Krebsgang? Oder dreht sie sich im Kreise wie gewisse Fakirs im Orient? Danke. Klasse vorgelesen. Das nur mal dazu, weil, wie gesagt, wir haben hier so viel Material und du hast jetzt hier das Trienter Konzil angebracht und das Trienter Konzil war von Jesuiten kontrolliert, von vorn bis hinten. Es war ein Scheinkonzil, wo im Prinzip eins gemacht wurde. Es wurde die Spaltung, das steht ja auch nochmal, das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Spaltung zwischen der katholischen Kirche und dem Protestantismus noch richtig vertieft. Ja, um das Trienter Konzil mal kurz in einem Satz zusammenzufassen, kann man nur sagen, das Trienter Konzil wurde von den Jesuiten einberufen, geleitet und abgeschlossen. Und es hatte im Grunde zum Ziel, und es da auch mehr oder weniger hat es das auch geschafft, die ganze römisch-katholische Kirche zu jesuitieren. Das heißt, dieser, auch wenn er nur wenige Jahre zuvor gegründet wurde, dieser Orden hat seine Ideologie, hat seine Exerzitien, seine Wahnvorstellungen, seinen Glauben der römisch-katholischen Kirche aufgedrückt, was der römisch-katholischen Kirche nicht schwer fiel zu akzeptieren, weil sie sind beide desselben Geistes Kind. So, Jörg, jetzt muss ich dich nochmal unterbrechen. Ja, Entschuldigung. Geh bitte auf die Seite 86 in diesem Karl Julius Weber-Skript. Moment. Tut mir leid, aber es ist halt so, Seite 86, im Buch. Achso, Entschuldigung. 85 war das, ja, 86. Stopp, genau, das, genau. So, und jetzt lies mal bitte ab Jesuit Lioness. Das ist dort am oberen Ende von dem Ausrufezeichen. Bindestrich Jesuit Lioness. Zum Vatikan, zu dem Konzil, ne? Moment, ich bin auf Seite 87, Moment. Omnia potest Papa. Ja, das sehe ich, ja. Genau, das. Ja, davor, Jesuit Lioness, ja, okay. Das hier. Jesuit Lioness suchte den tollen Satz Omnia potest Papa, extra jus, supra jus, contra jus. Und das bedeutet, der Papst kann alles, außerhalb des Rechts, über dem Recht und wieder das Recht. Diesen Satz versuchte der Jesuit Lioness, der, glaube ich, auch wurde der Nachfolger von Loyola, wenn ich mich richtig erinnere, noch zu Trient geltend zu machen und wies auf das alte Weide meine Schafe hin. Zitat: Schafe haben keinen Verstand. Folglich müssen sie den Hirten folgen. Die Hirten aber sorgen, dass keine Wölfe in die Schafeherde Jesus fallen. Ende Zitat. Es fragte sich, wer die Wölfe nun waren. Protestanten oder Päpste und Jesuiten? Jesus hätte wahrscheinlich Letztere dafür erklärt.
Mit der Übereinkunft stand es bedenklich. Der Papst konnte nicht Papst und Protestanten nicht Protestanten bleiben, wenn eine Übereinkunft möglich gewesen wäre. Steht es ja schon immer bedenklich mit dem Akkord einer Festung oder nur einer Jungfrau. Mhm. Ja. So, und dann kannst du gerne nochmal den letzten Punkt hier, das ist auch, was ich jetzt in Blau hervorgehoben habe, die Väter machten sich's bequem. Die Väter machten sich bequem. Jeden Monat eine Sitzung. Die Ferien und die Ausschüsse nahmen auch viel Zeit hinweg. Endlich, nachdem sie sich lange über Rang, Kleidung, Siegel und ob man vom Glauben oder von der Reformation anfangen wolle, herumgestritten und fromme Seufzer gegen Ketzer ausgestoßen und das nizänische Glaubensbekenntnis verlesen hatten, das hatte ich ja schon bereits erwähnt, ja, beschlossen sie in der vierten Sitzung, Zitat, dass die Tradition so gültig sei als die Bibel, die Vulgata so authentisch als der Grundtext und die Kirche die einzige rechtmäßige Dolmetscherin. Bevor ich es jetzt vergesse, lasst mich mal ganz kurz etwas erklären. Dass die Tradition so gültig sei als die Bibel. Es gibt ein Zitat aus dem Catholic Observer aus dem 19. Jahrhundert, das ich euch zeigen kann, aber jetzt im Augenblick nicht, weil das müsste ich jetzt zu lange suchen, wo ganz klar drin steht, dass die römisch-katholische Kirche sagt, weil Catholic Observer ist eine römisch-katholische Zeitschrift, ganz klar sagt, dass die Tradition über der Bibel steht und die Änderung des Sabbats von Samstag auf den Sonntag ist ein felsenfester Beweis für eben diesen Fakt. Ja? Die Tradition steht über der Bibel. Jesus Christus hat bereits die Pharisäer und Schriftgelehrten ausgeschimpft und hat zu ihnen gesagt, ihr macht das Wort Gottes uneffektiv, also effektivlos. You make the word of God of none effect. Ja, ich kann es im Englischen besser. Wirkungslos. Ja. By your vain traditions, by keeping your vain traditions, weil ihr eure schändlichen Traditionen haltet. Die römisch-katholische Kirche, die von sich behauptet, die Rechtsnachfolgerin der Juden zu sein, zu der Zeit Jesus Christi, macht genau dasselbe und hält die Tradition über der Heiligen Schrift. Das muss man wissen. Die römisch-katholische Kirche sagt, die Tradition, das sind mündlich überlieferte Regeln, Dogmen, Doktrinen, die mündlich überliefert würden von den Aposteln später, die halt nicht in der Bibel stehen. Und diese mündliche Überlieferung, darauf baut sich unsere Tradition auf. Das Problem ist nur, für diese Tradition gibt es überhaupt keinen Beweis. Und ich habe letztens in der Sendung mit Tom da einen wunderbaren Vergleich mitgehalten. Ich habe gesagt, ihr kennt doch das Spiel Stille Post, ne? 10 Kinder sitzen nebeneinander auf dem Stuhl. Das erste flüstert dem zweiten was ins Ohr. Und was beim 10. rauskommt, ist was ganz anderes. Aber das ist genau das Gleiche. Was glaubt ihr denn, was mit Tradition passiert innerhalb von 10 Generationen? Und die römisch-katholische Kirche baut auf diesen Traditionen auf. Und die Tradition ist nicht nur so gültig als die Bibel, wie hier steht. Nein, die Tradition steht sogar über der Bibel. Die Vulgata ist so authentisch als der Grundtext. Die Vulgata ist die römisch-katholische Übersetzung von Jerom. Ja? Eine falsche Übersetzung, weil sie das Original, soweit sie überhaupt das Original gebraucht haben, ins Lateinische übersetzt. Die lateinische Vulgata ist die Basisbibel der Jesuiten, die in 1609 bis 1611, kurz vor der König James, ihre Douay-Rheims-Bibel ausgebracht haben, die im Grunde nichts anderes war als die Übersetzung der Vulgata in die menschliche Sprache, nenne ich jetzt mal, weil Latein ist keine menschliche Sprache, ja, in Italienisch oder in welche Sprache sie auch immer übersetzt haben in der Zeit, ja. Deswegen ist das hier in der vierten Sitzung, was Sie hier beschlossen haben, ganz, ganz wichtig. Ihr müsst das verstehen. Das hat so einen Impact. Wenn man das nicht versteht, kann man gleich nach Hause gehen. Muss man diese Videos nicht gucken. Dass die Tradition so gültig sei als die Bibel und im Endeffekt sogar gültiger als die Bibel. Dass die Vulgata so authentisch ist als der Grundtext. Also wir brauchen nicht den Originaltext der Bibel. Wir vertrauen einfach auf eine Übersetzung, in eine tote Sprache. Und die Kirche,
die einzige rechtmäßige Dolmetscherin. Deswegen versteht ihr die Bibel nicht, die euch die römischen Katholiken geben, weil sie eben nicht auf dem wahren Grundtext basiert, sondern weil sie auf falschen Übersetzungen basiert, wie die Vulgata. Und dann erklärt die Bibel sich nicht selber, wie die König James, wenn man sie liest, die sich wunderbar selbst erklärt. Nein, dann braucht man einen Priester, um sie einem zu erklären, weil man es nicht versteht. Und da ist natürlich dann die Kirche mit ihrer Hierarchie die einzige rechtmäßige Dolmetscherin des Wortes der römisch-katholischen Kirche zu den Menschen, nicht des Wortes Gottes zu den Gläubigen. Nicht ohne Grund, fährt der Text fort, hält die Kirche viel von Tradition. Der eigentliche Fels Petri. Auch lässt sich die Vulgata leichter lesen als der Grundtext. Und das Wort Gottes ist da in Kürze beisammen. Und man kann die ungeheuren Folianten der Kirchenväter, also Folianten, das sind Folien, ja, so hat man früher geschrieben, und Scrolls, kennt ihr auch noch, Scrolls von früher und sowas. Folianten sind halt diese Seiten, ja, der Kirchenväter, Konzilien und Päpste, die sich so oft widersprechen, entbehren, welcher Meinung auch wir beistimmen müssen. Ah ja? Kirchenväter, Konzilien und Päpste, die sich widersprochen haben, hat das nicht Martin Luther in Worms gesagt? Hat Martin Luther nicht gesagt, die Kirche hat sich geirrt, die Konzilien haben sich geirrt, die Päpste haben sich geirrt, und wenn ihr mich nicht mit Recht und Vernunft und der Schrift überzeugen könnt, dann werde ich nichts widerrufen. Hier stehe ich, so wahr mir Gott helfe. Die fünfte, sechste und siebte, ja, ich komme hier richtig ins Feuer. Die fünfte, sechste und siebte Sitzung beschäftigte sich mit der Erbsünde. Eine römisch-katholische Erfindung. Rechtfertigung. Sieben Sakramenten, wovon nur zwei, wenn überhaupt, biblisch sind. Und Sakramente sind überhaupt nicht biblisch. Aber die Kirche macht sieben davon anstatt zwei, nämlich Taufe und Abendmahl. Da macht sie Eucharist und Babybesprenkelung von. Transsubstantiation. Hoc est corpus enum meum. Ich befehle Jesus Christus aus dem Himmel in dieses Brot und befehle damit, dass das Brot und der Wein hier der Leib und das Blut Jesu Christi sind. Ich, Hexenmeister der römisch-katholischen Kirche, hole nach unserem Verständnis der römisch-katholischen Kirche Gott aus dem Himmel in dieses Brot. Transsubstantiation. Messe. Messe ist ein Opferritual. Jesus Christus hat alle Opfer aufhören lassen. Er hat alle Opfer zum Ende gebracht mit seinem einem Opfer am Kreuz, mit dem damit die Erfüllung der 70. Jahrwoche von Daniel Kapitel 9. Fegefeuer, eine Invention, eine Erfindung der römisch-katholischen Katholiken, kann man wunderbar nachlesen in dem Buch von Lorraine Bettner, Roman Catholicism, sollte jeder, der ein bisschen Englisch kann, lesen. Wunderbares Buch, Fegefeuer, wird da fantastisch erklärt. Heiligenreliquien, wo wir gerade von gesprochen haben, die Knochen, die hier der Papst dem Bartholomäus gegeben hat und die jetzt da in einer Urne überreicht hat. Ja? Und Ablass, ja, da hat Martin Luther schon 95 Thesen gegen geschrieben, da ist nichts dran verändert. Jedem Dekrete wurde ein Bannfluch angehängt und in der achten Sitzung angeblich wegen Pest das Konzil nach Bologna verlegt, wo gar nichts geschah. Und Paul darüber hinstarb. Paul, das ist Papst Paul III., dieser Antichrist, der die Jesuiten damals ordiniert hat, 1540. Die Legaten fabelten von Kriegsgefahr, von zu kaltem Klima. Heute fabeln sie von Kriegsgefahr und von zu warmem Klima. Aber eigentlich war es Furcht, dass bei dem voraussichtlich nahen Ende des Papstes ein versammeltes, voraussichtliches nahen, dass bei dem voraussichtlich nahen Ende des Papstes ein versammeltes Konzil gar auf die Idee kommen könnte, einen Papst zu wählen. Und Kaiser Karl kam dann noch auf unangenehmere Ideen geraten. Die Kuria, also die Kardinalsversammlung, dachte, jeder ist sich selbst der Nächste. Was wohl der Welt? Merkwürdig bleibt es noch, wenn Antichrist Papst Paul III. Den berühmten Arzt Tracafioro zum Konzilienarzt machte, der das berühmte Lehrgedicht Syphilis schrieb. Ob er zu Trient seine Erfahrungen machte, erhellet nicht aus diesem Buche. Aber eigentlich bezeugte er, dass die zu Trient herrschende Krankheit ansteckend sei. Klasse.
Das gibt es übrigens für 30 Euro, kann man das als Nachdruck kaufen, dieses Lehrgedicht über die Syphilis. Ne? Wen das interessiert, gibt es also tatsächlich zu kaufen. Ja, Jürgen, du bist da überhaupt nicht mehr zu bremsen gewesen. Wunderbar, hätte ich das gewusst. War vorher nicht klar. Eigentlich war das wieder mal so richtig typisch für diese Lesung. Es sollte eigentlich in eine bestimmte Richtung gehen und auf einmal, zack, bumm, ein Klick und schon sind wir wieder, ja, ganz woanders gelandet. Und ihr seht, wo das jetzt hier begonnen hat, ja, mit Maximilian Krah. Ihr seht, wo uns diese Krähe hingeführt hat. Das ist schon bemerkenswert, ne? Das muss man wirklich schon mal sagen. Das ist also wirklich schon bemerkenswert, ne? Was von diesen Menschen da jetzt ausgegangen ist. Ne? Wenn ich das wieder auf die Linie der Organisationen bringe, da kann man sich ja fragen, jetzt so die neu vorgestellte Pro-Oriente Denkwerkstatt oder wie das hieß, ja. Dann kann man sich ja fragen, ja, da können sich da Beweise drin organisieren und so weiter. Jetzt, wie ist das Gewicht der solchen Organisation? Welchen Einfluss hat sie auf die Politiker, auf die Geschehnisse, auf die Gesellschaft und so? Dann, wenn ich so eine Frage stelle, dann kann man sagen, könnte man vielleicht argumentieren, naja, ist ja Organisation, auch wenn da irgendwie Adlige drin sind oder nicht, ist ja halt eine Organisation. Was hat die schon zu sagen? Wenn man aber bedenkt, wie viel es von diesen Organisationen gibt, wir haben ja schon die Konrad-Adenauer-Stiftung da schon, die ja eigentlich überall oder vielerorts mitmischt und mächtig ist. Alleine die bekannten Organisationen und die man vielleicht nicht so kennt, dann kann man sich eine andere Frage stellen, auch wenn einzelne Organisationen nicht so viel bewirken kann, aber welche Hülle welche Menge an Organisationen dann noch überall im Hintergrund am Werkeln ist. Das muss wahrscheinlich so, als würde man durch den Garten gehen und entdeckt da irgendwo da mal eine Ameise, da eine Ameise und dann zieht man jetzt den Grasteppich zur Seite und da sieht man eigentlich nur dann einen weiteren Teppich voll Ameisen. So mag das vielleicht unter der Oberfläche mit den ganzen Organisationen da aussehen. Ja, ich glaube, was du probierst auszudrücken, was ganz einfach in einen Satz zu fassen ist, die einzelne Organisation ist gar nichts, aber alle Organisationen zusammen mit dem gemeinschaftlichen Ziel, die werden das erreichen, was man einer Gesellschaft oder einer Organisation oder Stiftung oder was auch immer niemals zutrauen könnte. Aber man kennt eben all die anderen nicht. Und die Zusammenarbeit zwischen all denen und diese Koordination, ja, ich muss das Bild nochmal einblenden, ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen, aber genau das ist die Aufgabe der Jesuiten. All diese Organisationen zu steuern. Und die einzelne Organisation vermag nicht viel. Aber die Gemeinschaft der Organisation, die ist dazu da, um die Ziele, die gesteckten, zu erreichen. Es mag ja noch viele Organisationen geben, die komplett im Hintergrund arbeiten, die wir gar nicht so entdecken können. Ja, die aber wir gar nicht kennen, das ist ja der Punkt. Wir können die gar nicht alle kennen. Wenn wir die alle auflisten würden, Marius, dann würden wir ja wahrscheinlich ein Papier haben mit 35 Millionen Seiten, dicht bedruckt, eine Organisation nach der anderen. Aber auch wir wissen, dass es die gibt und das ist ja mein Punkt deswegen. Diese Organisation zusammen, die erreichen eben das Ziel für die römisch-katholische Kirche, dass am Ende die römisch-katholische Kirche als Sieger hervorkommt, genau wie im Eid der Jesuiten besprochen. Eine andere Sache ist aber auch die paar bekannten Organisationen, die eigentlich so jeder im Auge haben könnte. Wem ist das schon bewusst? Fragt man so einen Menschen von der Straße, ob sie weiß, was Adenauer Stiftung da für Projekte hat oder irgendwelche katholische Aktionen und Dings und dies und das. Nicht mal die bekannten Organisationen sind im Bewusstsein des durchschnittlichen Menschen da irgendwie vorhanden. Ich kann dazu kurz, ganz kurz was sagen. Ich hatte jetzt vor 2 Tagen ein Gespräch genau über dieses Thema, was wir jetzt führen. Und habe dann so mal ein bisschen versucht, mal so ein bisschen mal zu erklären, ne, um was es da geht. Und da hatte ich eben auch durch Zufall die KAS, die Konrad-Adenauer-Stiftung, mal angeführt, weil es um die Ukraine ging. Und habe dort erklärt, dass diese Konrad-Adenauer-Stiftung also quasi seit 1990, seit nach dieser sogenannten Wende, dort aktiv politisch mitgestaltet. Und
das Interessante war bei meinem Gesprächspartner, das war eine Frau, sagte auf einmal, ja Moment mal, warte mal, Adenauer-Stiftung, das kenne ich doch. Da hat doch mein Mann hier ein Studium finanziert bekommen. Ah, so ist das? So, ne? Das war die Reaktion. Und aus dieser Reaktion habe ich auch gemerkt, dass diese Leute selber, die jetzt damit jetzt keine Verbindung mehr haben und die jetzt auch dort, sage ich mal, nicht unbedingt jetzt in dieser Leiter weitergegangen sind. Also das würde ich jetzt niemals unterstellen. Aber die Leute wissen überhaupt nicht, mit wem sie es zu tun haben. Die wissen nicht, wer Adenauer ist. Die wissen nicht, was ein Deutsch-Ritter-Orden ist. Die wissen nicht, wer Hans-Josef Maria Klöpke ist. Die wissen schon gar nicht, wer Potte de Nostzew ist. Die wissen auch nicht, wer Bartholomäus ist. Die wissen nichts, weil die Leute alle abgelenkt werden durch Sportveranstaltungen. Wir haben hier in Dresden jetzt schon wieder die x-te Sportveranstaltung. Heute ist wieder die gesamte Innenstadt gesperrt. Heute geht es um den Nachtlauf. Vorher war es ein Radrennen, davor war es noch ein Radrennen, dann war es ein Nachtlauf. Dann kommt das Stadtfest. Die Leute werden selbst in ihrer Freizeit total in Kontrolle gehalten. Und solange die Leute sich so ablenken lassen und so kontrollieren lassen und geistig sich so verblöden lassen, wird sich das auch nie ändern. Das ist der Punkt. Man kann das vielleicht ein wenig vergleichen mit dem, was bekannt ist aus dem sogenannten Manhattan-Projekt. Ihr wisst ja, so wird dieses Projekt genannt, mit dem sie angeblich an der Atombombe gebastelt haben zum Ende des Zweiten Weltkriegs. Ich glaube da nicht viel von, aber der Punkt ist, diese Kompartimentalisation, ja, das ist ein Wort, das muss ich immer ganz ruhig aussprechen, sonst verhaspel ich mich da ganz leicht drin. Die Kompartimentalisation, das heißt, die Leute werden alle in Schubladen gesteckt, machen da ihre Arbeit, die wundervoll sein kann, die fantastisch sein kann. Ich will diesen Wissenschaftlern noch nicht mal irgendwelche Dinge absprechen. Ich will ihnen auch keine bösen Absichten unterstellen. Da wird einem gesagt, du musst ein Gerät entwickeln, das das und das macht. Und mehr kriegst du gar nicht gesagt. Der entwickelt das, das macht das. Aber der sitzt in seiner Schublade. Der kennt aber nicht den ganzen Schrank mit 25 Millionen Schubladen, wo jeder da in einer Schublade sitzt. Aber diejenigen, und deswegen lasse ich das Bild hier stehen, die die obere Kontrolle haben und die jede Schublade öffnen können und da die richtige Arbeit rausziehen können und dann nachher die Arbeitsresultate der einzelnen Schubladen, nehmen jetzt zum Beispiel anstatt ein Wissenschaftler im Manhattan-Projekt eine Stiftung wie die Konrad-Adenauer-Stiftung oder die Desiderius-Erasmus-Stiftung, die ja der AfD nahesteht, oder andere Stiftungen, die wir genannt haben, oder nehmen die Bill Gates Stiftung, oder nehmen überhaupt die Weltgesundheitsorganisation, nehmen die UNO, nehmen die EU, was auch immer. Das sind alles Organisationen in diesen Schubladen. Aber du hast die Jesuiten als diejenigen, die die Schubladen öffnen, die sie füttern, die da neue Ingredienten zutun, dann dafür sorgen, die Schublade wieder zumachen, dass dann die Arbeit getan wird. Und wenn die Arbeit getan wird, die Leute wissen nur von ihrer Schublade. Die haben keine weitere Ahnung. Und die machen fantastische Arbeit in ihrer Schublade. Das muss man nur mal ganz ehrlich so sagen. Und, aber wenn man dann die verschiedenen Schubladen zusammenfügt, ja, dann kommt im Manhattan-Projekt so gesagt eine Atombombe raus und überhaupt über das ganze Werk der Jesuiten der letzten 500 Jahre, weil sie wurden 1540 gegründet, 1534 wurden sie effektiv gegründet von Ignatius Loyola. Da sind wir im Augenblick 11 Jahre von weg, um den 500. Geburtstag zu feiern. Ihr müsst euch mal vorstellen, was für ein Gebäude die gebaut haben, mit wie vielen Schubladen darin, wenn die ganzen Schubladen auf einmal aufmachen und dann die Teile wie in einem Puzzle richtig zusammensetzen und nur sie wissen, welches Teil wo wann hingehört, um die Bausteine so zu setzen, um das Gebäude entstehen zu lassen, was sie entstehen lassen wollen. Das ist ihre eine Weltregierung. Das ist die Wiederherstellung des Römischen Reichs, vom Papst beherrscht, vom Anfang des 16. Jahrhunderts, vor der Reformation. Das ist das Ziel der Jesuiten und genau so tun sie das. Marius, bevor du deinen Kommentar gibst, ja. Ich habe heute noch überlegt, ob ich von dem Werk Karl Julius Weber, das Papsttum, das über drei Bände geht, noch den Teil über die Jesuiten mit einscannen und hier mit zur Verfügung stellen. Aber ich habe es dann gelassen, einfach aus Zeitgründen. Hätte ich es nur getan, weil das, was du gerade jetzt hier gesagt hast, dass sozusagen die Leute selbst in solchen Organisationen, selbst in
eine Jesuitenorganisation, gehen in dieser Täuschung, in diese Täuschung rein. Die wissen nicht, wer und was letztendlich das Ziel ist. Und genau das hat der Karl Julius Weber in seiner Abhandlung über die Jesuiten genauso, fast wortwörtlich, wie du das jetzt gesagt hast, wiedergegeben. Meinst du das jetzt im Ernst? Ja, das ist mein voller Ernst. Fast wortwörtlich wiedergegeben. Er hat gesagt, nur ganz wenige wissen, was wirklich in diesen Schubladen steckt. Also ich weiß nicht, ob er jetzt Wort Schubladen gesagt hat, aber ähnlich. Das war fast vom Inhalt 1:1. Es ist aber eine bekannte Technik, need to know. Verdacht. Und das wird wahrscheinlich in großen Firmen, um da Firmengeheimnisse zu wahren, nicht anders passieren. Was ich aber sagen wollte noch, Jörg sagt da, wie viel Tausend oder Millionen Schubladen und sie wissen, was wo drin steckt und was zu öffnen vielleicht ist und zu welcher Zeit. Aber solche Maschinerie, Herr zu werden, dass da irgendwie nichts durcheinander gerät, dass die Schubladen sich nicht verhacken und das Gebäude zusammenstürzt, das ist schon eine übermenschliche Aufgabe. Wenn Sie nicht mal eine geistige Unterstützung aus dem schlechten Geist bekommen. Ja, ohne die geistige Unterstützung geht es nicht und es geht auch nicht ohne die Führung dieses schlechten Geistes. Lass uns da mal ganz ehrlich drin sein. Wir müssen doch nur mal eben in der Bibel nachschauen, im 2. Epheser. Ich habe das letztens zitiert und ich wusste gar nicht, dass es das war. Ich fand das aber ganz toll. Epheser Kapitel 2, ich mache das mal eben auf und zeige euch das. Das ist wirklich toll, was da am Anfang steht. When you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in times past ye walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, that spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom also we all had our conversation in times past in the lusts of our flesh, fulfilling the desires of the flesh and in the mind, and were by nature the children of wrath, even as others. Und jetzt natürlich für eine ganze Menge Leute, die sagen, von ja, Jörg, wir sind hier auf Deutsch, kannst du das nicht in Deutsch machen? Ich werde es eben übersetzen. Aber es war wichtig, das eben in Englisch einmal vorzulesen. Es heißt mit anderen Worten, und du hast diejenigen lebendig gemacht, die in Übertretung und Sünde gestorben sind. Wir sind alle, wenn wir geboren werden, in Übertretung und Sünde geboren. Ja? Deswegen, die Übersetzung ist hier nicht ganz korrekt. Ne? Es steht hier, und du hast die zum Leben erweckt, die in Sünde und Übertretung und Sünde tot waren. Nicht gestorben sind, sondern tot waren. Ja? To be dead is nicht to die. Ne? Also deswegen ist die Übersetzung hier nicht ganz richtig. Worin ihr in vergangenen Zeiten gelebt habt. Ihr, also Paulus, predigt hier zu den Ephesern und er predigt im Grunde zu jedem Heiden. Worin ihr in vergangenen Zeiten gelebt habt, nach dem Lauf dieser Welt, nach dem Fürsten der Macht der Luft, dem Geist, der jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirkt, mit denen wir alle auch in vergangenen Zeiten unser Gespräch hatten. Das heißt, wir waren alle unter dem Einfluss des Fürsten der Macht der Luft, dem Geist, der jetzt noch in den Kindern des Ungehorsams wirkt. Da waren wir alle drunter, bis Gott uns durch seine Gnade wiedergeboren worden in Jesus Christus. Ja? Da hatten wir alle Begierden unseres Fleisches, indem wir die Begierden des Fleisches und des Geistes erfüllten. Wir waren von Natur aus Kinder des Zorns, also gegen Gott, ebenso wie andere. Wir ganz genauso wie andere. Ja? Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir sind alle geboren in Übertretung und Sünde. Und waren darin tot und wurden dann zum Leben gebracht durch die Gnade Gottes im Grunde. Ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Und die ganzen Leute in diesen ganzen Organisationen sind genauso. Und manche kommen da raus, manche finden Christus, manche finden Christus nicht. Aber der Punkt ist ganz einfach, dieser Geist, ja, das ist der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Manchmal vergesse ich den Punkt, den ich eigentlich machen wollte. Dieser Geist, der Fürsten der Luft, dem Geist, der jetzt in den Kindern des Ungehorsams wirkt, dieser Geist ist der Geist, der die Jesuiten steuert, ist der Geist, der den Antichristen steuert, ist der böse Geist dieser Welt.
Und der hält alles zusammen. So wie der Heilige Geist die guten Dinge zusammenhält, so hält der böse Geist diese bösen Dinge zusammen. Und der, Marius, hat die Kontrolle über diese 25 Millionen Schubladen und Organisationen und alles drum und dran. Und die Jesuiten kontrollieren sie eben durch den Geist, durch den Beichtstuhl, durch die Dinge, die sie ihnen einerseits gönnen und mit denen sie andererseits dann am nächsten Tag erpressbar sind. Ja, aber die selber haben auch nicht den Überblick. Und wenn sie sich nicht an den ultrakatholischen Glauben halten, dann drohen sie mit der Exkommunikation. Und diese armen Menschen, die die Bibel nicht kennen, die die wahre Erlösung nicht kennen, glauben, dass es außerhalb der römischen Kirche keine Erlösung gibt. Und wenn die nicht machen, was ihre Vorgesetzten ihnen sagen, und sie werden bedroht mit Verfluchung und mit Anathema und Ausstoß und Exkommunikation, was glaubst du denn, was die Leute dann machen? Das, was sie machen sollen. Nur, dass auch jetzt auch die Jesuiten selber nicht den vollen Überblick haben, sondern auch wieder Gefäße und Ausführungsorgane der höheren Macht. Ja, der schlechten Macht. Und dann müsstest du dein Bild vielleicht so erweitern, indem du ganz oben ja dieses schlechte Geistige darstellst, dann die Jesuiten, dann die Strippen zu den Menschen. Aber sind ja Nein, die Hand, die hier dargestellt ist, ist die Hand des Generals der Jesuiten, des Jesuitenordens. Ja, ja, und darüber sind alle Soldaten, alle Mitglieder des Jesuitenordens sind wie ein Mann. Monolithische Verschwörung. Ja? Wie ein Mann, wie der General sind. Aber darüber sollten wir jetzt keine große Diskussion beginnen. Ich hoffe, den Leuten ist klar geworden, was wir hier zum Ausdruck bringen wollten. Und ich denke, wir sollten langsam zum Abschluss kommen, auch wenn ich es schade finde, weil diese Sendung liebe ich. Ja, also das, also ich höre hier gespannt zu, wahrscheinlich genauso gespannt wie die Zuhörer hier, weil es ist wirklich wunderbar, wie diese Lesung heute gelaufen ist. Fand ich total klasse. Und ich gucke jetzt hier auf die Uhr und stelle schon fest, dass es schon fast zwei Stunden sind, die wir jetzt hier zusammen zugebracht haben. Und da haben wir noch nicht mal das ganze Skript geschafft. Aber das ist natürlich kein Problem. Dann haben wir das schon gemacht. Ja, irgendwann haben wir das schon gemacht. Und das ist auch gar nicht unser Ziel, sondern wir lassen uns hier einfach leiten von dem Geist, der uns beseelt. Und da ist es einfach mal so, dass die Dinge dann eben mal ganz spontane Wendungen finden, wie wir es heute gesehen haben. Ich fand es total schön, weil ich hatte selbst von dem Skript keinen Plan, wie wir diese Sendung hier gestalten werden. Und die Dinge haben sich hier wunderbar zusammengefügt. Ich habe außer einem Skript hier alle anführen können. Sicherlich nicht der Vollständigkeit halber, aber das hat dieser wunderbaren Lesung hier überhaupt keinen Abbruch getan. Also ich fand es richtig klasse, hat mir richtig Spaß gemacht. Also wunderbar, wie sich das hier alles mit diesem Heiligen Geist gefüllt hat und diese sogenannten Zufälle uns hier haben leiten lassen. Ich fand es richtig, 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 richtig toll. Also Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Finde ich absolut klasse. Hat mir richtig gefallen. So, und nächste Sendung geht's weiter. Und wie gesagt, es wird garantiert mindestens genauso spannend bleiben. Insofern mache ich es jetzt kurz. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend, schönen Stammtisch, Feierabend. Ich habe ja gehört, wir haben Leser, die jetzt hier am Stammtisch uns zuhören. Wunderbar. Ich wünsche euch einen schönen Sabbat. Bleibt uns treu und gewogen und bis bald. Maranatha. Na, da schätze ich mal, dann bin ich dran. Und bevor wir uns selber als Personen auf die Schulter klopfen, lese ich mal was aus dem großen Heiligen Buch, und zwar aus Jakobus 2. Meine Brüder, verbindet den Glauben an unseren Herrn Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit, nicht mit Ansehen der Person. Denn wenn in eurer Versammlung ein Mann käme mit goldenen Ringen und in prächtige Kleidung, es käme aber auch ein Armer in unsaubere Kleidung, und ihr würdet euch nach dem umsehen, der die prächtige Kleidung trägt, und zu ihm sagen, setze du dich hier auf diesen guten Platz. Und zu den Armen aber würdet ihr sagen, bleibe du dort stehen oder setze dich hier an meinen Fußschemel. Würdet ihr da nicht Unterschiede unter euch machen und nach verwerflichen Grundsätzen richten? Hört, meine geliebten Brüder, hat nicht Gott die Armen dieser Welt erwählt, dass sie reich im Glauben würden und Erben des Reiches, das er denen verheißen hat, die ihn lieben? Ihr aber habt den Armen verachtet.
Sind es nicht die Reichen, die euch unterdrücken und ziehen nicht sie euch vor Gericht? Lästern sie nicht den guten Namen, der über euch ausgerufen worden ist? Wenn ihr das königliche Gesetz erfüllt nach dem Schriftwort, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, so handelt ihr recht. Wenn ihr aber die Person ansieht, so begehrt ihr eine Sünde und werdet vom Gesetz als Übertreter verurteilt. Denn wer das ganze Gesetz hält, sich aber in einem verfehlt, der ist in allem schuldig geworden. Denn der, welcher gesagt hat, du sollst nicht ehebrechen, hat auch gesagt, du sollst nicht töten. Wenn du nun zwar nicht die Ehe brichst, aber tötest, so bist du ein Übertreter des Gesetzes geworden. Redet und handelt als solche, die durch das Gesetz der Freiheit gerichtet werden sollen. Denn das Gericht wird unbarmherzig ergehen über den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit aber triumphiert über das Gericht. Maranatha.